Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 296, dem Dienstagsspiel der Podcast Bundesliga. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Marvin. Shalom. Der Grüßebär Basti. Gute. Der Grüßebär. Der Grüßebär, ja. Das ist ein sehr, sehr merkwürdiges Bild, was in meinem Kopf aufploppt. Aber gut. Ja, über die Bilder in deinem Kopf reden wir später noch. Und wir haben heute einen Gast, nämlich den Felix. Der hat uns Postkarten geschickt und haben gedacht, oh, wer Postkarten schickt, den müssen wir doch mal hier in diesen Podcast einladen. Hallo Felix. Herzliche Grüße aus meiner Enklave in Süddeutschland. Genau. Die Postkarten allein waren nicht der Grund, weswegen wir dich eingeladen haben, sondern eigentlich eher so der Ort, von dem du die Postkarten geschickt hast. Du warst nämlich mit der Bundeswehr im Irak im Einsatz und hast gesagt, wir sind so ein bisschen deine Verbindung zur heimischen Eintracht. Und das fanden wir spannend und haben gedacht, komm, da steckt doch bestimmt so ein bisschen Potenzial drin, da können wir mal drüber reden. Wie lange warst du jetzt genau im Irak? Ich war da 4 Monate. Okay. Im Gesetz. Und wie ist das so? Wie sehr ist so der Alltag da unten und wie kann man sich das so vorstellen? Also ich muss dazu sagen, ich habe Wehrersatzdienst geleistet. Ich habe mich damals davor so ein bisschen rumgemogelt, weil es nicht so mein Thema war. Aber wie kann man sich so den Alltag da vorstellen? Ja, ganz anders als in Deutschland. Es war mein erster Auslandseinsatz und ich war auch sehr aufgeregt vorher, weil man spricht mit vielen Kameraden drüber, die fragt, wie ist es so, wenn man da unten im Auslandseinsatz ist, dann fragst du 10 Leute und kriegst 10 verschiedene Antworten. Du musst dir einfach ein eigenes Bild machen. Du kommst dann da runter, wir sind in Frankfurt gestartet bei Regen und 10 Grad und wir landen da unten und es sind 47 Grad plus. Ach du Schande, ach je. Okay. Und dann gehst du aus dem Flughafen raus, der natürlich klimatisiert ist und kriegst erstmal einen richtigen Tritt ins Gesicht. Ja, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ja, ja. Also, wenn ihr da mal Urlaub machen wollt, vielleicht. Aber man kann es kaum beschreiben, man muss es selber erlebt haben. Steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste. Als Urlaubsgebiet, nee, nicht so unbedingt. Eher so an Stelle 3 oder 4, aber wie kam man denn überhaupt an Podcasts? Also ist das mit der Internetverbindung da alles Tutti bei euch? Also blöde Frage, aber das muss ich jetzt schon mal wissen. Da unten meinst du jetzt? Ja. Ja, ja, da unten gibt es dann so ein Netz, wo man sich einwählen kann. Und das war eigentlich schon gut, weil es ein relativ kleines Kontingent war. Das ist eigentlich auch nicht überlastet war. Es gab natürlich die Stoßzeiten dann abends, wenn jeder daheim anruft. Aber ansonsten konntest du da eine gute Zeit abpassen. Da hast du ja eigentlich in einer guten Rate dann die Sachen dann runterziehen können. Okay, interessant. Aha. Das heißt also eher dann halt wirklich so, erstmal das Runterladen ist so das Wichtige, so das, was man dann da einfach dabei hat, um dann da so sich versorgen zu können. Und das war dann quasi so auch so ein bisschen dein Medium, mit dem du dich hauptsächlich über die Bundesliga und das, was drumherum hauptsächlich auch mit der Eintracht dann passiert, so informiert hast. Ja, richtig. Also wenn ich es gern direkt in the face möchte, ungeschönt, dann höre ich sowieso euren Podcast, weil ihr nehmt kein Blatt von und ihr müsst euch in Anführungszeichen an keine Regeln halten. Und ich habe euch auch erst relativ spät kennengelernt, muss ich sagen. Das war in der Akutphase vor der Relegation. Oh ja. Also schon im Februar 2016, wo es uns eigentlich allen nicht gut ging. Und weiß nicht, durch iTunes wurde ich dann darauf aufmerksam. Ich habe mir vorhin die Umfrage mal durchgelesen von 2016. Also weiß nicht, iTunes hat so 20%, glaube ich, wo ich die Leute kennengelernt haben. Und dann hörst du mal rein, da ist mir der Basti aufgefallen. Habe ich mich an Benny Brown erinnert gefühlt, wenn ihr den noch kennt. Sehr schön. Der hat früher bei AFN Frankfurt ja für die Soldaten was gemacht. Und dann, glaube ich, bei LWV oder H3, meine ich, so eine Late-Night-Sendung mit so einer Rotzstimme. Und dann habe ich gedacht, alter Freund,
was sind das für eine? Und die anderen passen auch und seitdem komme ich da nicht mehr davon weg. Ja. Und wie war das so mit den Kameraden da unten? Also gab es da andere, die auch Fußball interessiert waren und wie haben die sich so mit Informationen versorgt? Ja, also Eintracht-Fan gab es einen, den habe ich erst relativ spät kennengelernt. Der hat auch, weiß nicht wie, 2 Flaschen Hochstädter da reinbekommen. Bester Mann. Geil! Sehr gut, okay. Also mit Flüssigkeiten darunter schicken, ist es halt immer so eine Sache. Ja. Pakete sind meistens, braucht schon seine Weile, aber es war schon ein Riesenglück, dass er das reinbekommen hat und hat es auch nicht so offen zur Schau getragen, dass er Eintracht-Fan ist am Anfang. Ich bin dann zum Sport gegangen, hat halt Jacke an und so ein Trainingsjacke und dann so, hier auch Eintracht-Fan. Also, ja, du auch? Ah ja, ich gehe auf jedes Spiel hier, 32er Block, Dauerkarte, was weiß ich. Und habe gesagt, ach, da guck her, ne? Alter Vater. Und dann haben wir da schön mal einer gepetzt, ja. Also im Rahmen natürlich, ja. Mit 2 Flaschen. Dann sehr gut. Haben dann nicht übertrieben, weil es ist immer noch ein Einsatz, ja. Und das, ja, das würde mich zu einer Frage führen, die mich echt interessieren würde. Kannst du ganz kurz beschreiben, wie der Alltag dort aussieht? Also wie kann ich mir einen Tagesablauf dort vorstellen? Ist der unfassbar durchgetaktet oder hat man da auch viel Leerlauf, wie du sagst, dass man dann viel Zeit hat, Sport zu machen, weil es irgendwie nichts zu tun gibt? Also ich kann mir das selber überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, man hat einen ganz klaren Auftrag und der Auftrag, der war bei uns, die Peschmerga auszubilden in ABC Sachen, ja, dass man den einfachen Handwerkszeug an die Hand gibt, jetzt im Low-Level-Bereich, sag ich mal, dass sie halt wissen, wie so Spürgeräte funktionieren und ein bisschen mit Karte Kompass arbeiten, sag ich jetzt mal. Mhm. Und das ist dein Hauptauftrag, den du dann durchführst bei denen. Ja, die kommen nicht zu dir, du fährst zu denen hin, in ihre Kaserne und unterrichtest die da. Und wie, also wie lange? Wirklich einen 8-Stunden-Tag hast du dann nicht. Also so 8 Stunden Arbeitstag und danach habt ihr Freizeit, sondern das ist ganz individuell dann auch oder ist das wirklich relativ fix geplant, diese Zeit, die ihr dann auch für diese Ausbildung habt am Tag? Absolut durchgetaktet vor Ort, muss man dann aber umstellen, weil die natürlich nicht die Aufmerksamkeitsspanne haben, wie jetzt normale Deutschsoldaten. Wir sind ja auch im Land dann Ausbilder und da kannst du die Leute schon von morgens bis abends dann ausbilden. Das ist einfach so. Ja. Ja, ja. Aber die Jungs, die können dir nicht lang zuhören. Er hat wieder aufs Handy geguckt und dann sagen sie, können wir nicht wieder Pause machen oder sonst irgendwelche Sachen. Und man kann auch nicht im klassischen Sinn, ich glaube, René, du bist ja auch so eine Art Ausbilder bei der Telekom, oder? Ja. Dass du auch so Kurse gibst. Da hast du ja auch wie so eine Unterrichtsstunde aufgebaut, so Sachen. Das wird es bei euch ja genauso geben, wie ich so ein Vortrag halt. Das kannst du da komplett vergessen. Ja, da musst du dann viel mit Bildern arbeiten. Ja. In welcher Sprache macht ihr das überhaupt? Also macht ihr das jetzt auf Englisch oder wie läuft das ab? Wem habe ich das mir vorzustellen? Teils, teils. Also es gibt englische Übersetzer, mit denen sprichst du Englisch und die übersetzen es ins Kurdische. Oder du machst auf Deutsch, hast halt dann deutsch-kurdische Übersetzer, die das dann übersetzen. Aber die kurdische Sprache hat nicht allzu viele Worte. Das heißt, du sagst einen einfachen Satz und er redet 5 Minuten mit denen. Denkst du, sag mal, was babbelt er denn da? Ja? Aber er muss es ihnen einfach umschreiben, weil ihm auch die Fachbegriffe dann einfach fehlen. Ja? Ah, okay. Und manchmal muss man auch einfach dann, der erste Ausbilder fängt an und sieht, okay, so komme ich nicht weiter. Dann steigt der nächste ein und vielleicht hat es dann erst beim dritten geklappt, der dann wirklich nochmal ganz anders angefangen hat. Mhm. Aber wir haben denen wirklich gezeigt, wir machen es vom Herzen. Ja? Mhm. Also du musst denen das Gefühl geben, dass du einen Schritt auf die zugehst.
Die italienischen Kameraden sind eher arrogant aufgetreten mit verspiegelter Sonnenbrille. Ah, okay. Mhm. Kamen dann auch nicht vorwärts. Mhm. Weil die merken das. Mhm. Wenn du auch, dann bleib nicht aus mit der Zeit, dass du auch paar Worte dann lernst von der Landessprache. Und wenn du dann auf der Landessprache dann schon Guten Morgen sagst oder was weiß ich, ein paar kleine Floskeln in den Raum schmeißt, dann sind die bei dir. Ja, Eis gebrochen, ja, sehr ja, gut. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, also das kennt man ja auch von normalen Auslandsaufenthalten, sage ich jetzt mal, selbst als Tourist oder so, wenn du da schon die eine oder andere Art und Weise hast, dich auszudrücken, dann hast du gleich eine ganz andere Verbindung. Also finde ich sehr, sehr spannend. Eine Frage jetzt noch so mal fast schon Richtung Fußball. Du hast ja jetzt auch die Bevölkerung so ein bisschen, wahrscheinlich so mal zumindest, gerade mit denen du zumindest zu tun hattest, kennengelernt. Spielt denn da die Bundesliga eigentlich irgendwie eine Rolle? Ist das irgendwie relevant? Die Bundesliga spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Die sind ganz wild auf die spanische Liga. Ah. Die Hälfte sind dann Madrid-Fans und die andere Hälfte sind Barcelona-Fans. Okay. Ja. Haltet euch fest, die schießen auch mal aufeinander. Ja? Also, ich habe mir erzählen lassen, nach dem Barcelona-Fans und die Real-Fans schießen sich gegenseitig ab. Hab ich richtig. Verstanden? Okay. Ja. Grüße. Ja, auf jeden Fall. Nach dem Finale haben die sich gegenseitig so behagt, dass der Präsident, damals noch der Bassani, dann wohl eine Weisung rausgegeben hat, $800, weil er nicht mehr wollte, dass sie sich gegenseitig behagen. Es hat einfach Überhand genommen. Da habe ich dann auch zu dem Übersetzer gesagt, da lobe ich mir das gute deutsche Hooligantum. Ja, da wird sich halt einfach hier auf den Acker locken, ja. Und dann vielleicht sollte das die DFL mal sich irgendwie klar machen. Also vielleicht versuchen wir auch. Wenn hier über Fußballausschreitungen geredet wird, sollte man das vielleicht im Hinterkopf behalten. Ja, vielleicht versuchen wir aber auch krampfhaft das Falsche zu exportieren. Vielleicht müssen wir nicht die Bundesliga exportieren, sondern das Drumherum. Vielleicht brauchen die das eher da unten oder in anderen Ländern. Schlimmer geht immer. Oh Gott, was ich mir da jetzt ein bisschen die Frage stelle, ist, sind die tatsächlich Fans der Mannschaften Real und Barcelona oder ist das auch so wie das, was man ja momentan eher mitkriegt, dass die einen Fan von Messi sind und die anderen Fan von Ronaldo oder ist es schon die Mannschaft an sich? Ja, schwieriger immer. Man hört dann schon den Messi und den Ronaldo raus. Ja. Hm. Und hat natürlich dann auch viele dann die fälschten Jalamark-Trikots, nenne ich es jetzt mal hier, wo halt alles ja. in einem Druck ist, ja, sich nichts vom anderen abhebt, käme ja noch aus den 90er Jahre, diese Art von Trikots, die es bestimmt auch heute noch gibt, die man jedem Urlaubsland kaufen kann. Und da sind halt schon, ist der Messi drauf und der Ronaldo und das war's. Okay. Aber als wir das gehört haben, dass sie sich gegenseitig behaken, da beim Fußballspielen, wir fanden es erschreckend, aber irgendwo lacht man sich kaputt und fasst sich an den Kopf und sagt, das gibt's doch gar nicht. Ja? Ja, ja. Und wie ist das innerhalb der Kaserne so? Also ich meine, wenn du mit deutschen Kameraden unterwegs bist, bekommst du da auch mal einen Spruch ab, weil du jetzt Eintracht-Fan bist oder gibst du mal einen Spruch ab, weil irgendjemand HSV-Fan ist oder so und die immer noch nicht abgestiegen sind? Also wie ist da das Verhältnis? Sprecht ihr da locker über die Bundesliga? Nur, ja, wir sind alles Männer und wir lieben Fußball über alles und also unten im Einsatz waren Stuttgarter, Münchner natürlich, Hannover 96, Schalke, da waren FCK auch eher wild tätowiert. Eine Kamerade erinnere ich mich noch dran, aber wir sind normal miteinander umgegangen, aber natürlich hat man gefrotzelte den ganzen Tag und jeden Samstag haben sich die Fußballfans dann in der Betreuungseinrichtung getroffen. Da konnten wir dann die Sky-Konferenz gucken, das fand ich richtig. Das ist sehr gut, das ist sehr gut, ja. Dass das Angebot da unten bestanden hat und dann natürlich hat man dann, wenn ich mit dem Stuttgarter geguckt habe und hier der Aller, ja, Hämmer das Tor des Jahres da, den und das Gebälk, habe ich halt gesagt, ich jubel leise und habe ihn dann im Mute-Modus angeschrien. Ja. Ja. Richtig. Und da hat man dann auch
Wetten laufen gehabt, gerade am Anfang, als wir mal reingeflogen sind, war man zum Übergangszelt, da war einer dabei und gesagt, hier, machst du ja gleich hier dick mit deinem Eintracht hier und Eintracht überall, habe ich alles gleich aufgehängt und habe gesagt, was bist du für einer? Hertha, und dann haben wir geguckt, okay, Hertha, Dezember gegen die Eintracht, sind wir noch da, und dann haben wir das natürlich auch zusammen geguckt und musste ich wieder leise jubeln, ja, auf jeden Fall. Also schon mit Respekt jubeln, ja. Ja, manchmal habe ich auch den ganzen Laden zusammengeschrien, aber ich finde auch, wenn man jetzt in eine andere Stadt fährt, in Deutschland, ich erinnere mich da nach dem Urlaub in Frankreich, habe eine Freiburg-Station gemacht, da renne ich jetzt nicht hier mit einem riesen Eintracht-Shirt rum, weil ich einfach das respektiere. Ja, ja, weil klar. Ich das genauso nicht wollte, dass hier in Frankfurt einen großen macht. Oder er müsste dann halt mit den Konsequenzen rechnen. Ja, ja, aber das ist ja ganz klar, ja. Ich muss noch kurz einhaken, ganz interessante Geschichte aus dem letzten Ostseeurlaub. Haben wir an so einem großes Hafenfest. Und da läuft dann einer mit dem St. Pauli-Hoodie da lang, ja. In Rostock, quasi da an der Promenade. Hinter ihm laufen zwei Polizisten und da sagt der eine zum anderen, ja, guck dir den an. Ja, der ist ja mutig. Und hauen ab, ja. Anstatt zu dem sagen, ey, dreh doch mal deinen Hoodie rum oder sonst irgendwas. Du bist in der Todeszone, mein Freund, ja. Haben sie ins Messer laufen lassen, die zwei Strolche. Auch einen. Vergisst man nicht, ja. Ja. Finde ich aber schon spannend, dass ihr es da unten halt wirklich auch tatsächlich Sky und das hattest, weil das ist ja zum Teil in Deutschland schon schwierig, das irgendwie ans Laufen zu kriegen. Da unten kriegen sie es dann doch irgendwie. Ja, gehört es zur offiziellen, sag ich mal, Truppenunterhaltung? Also ich weiß nicht, ob es das gibt es bei der Bundeswehr, gibt es sowas, dass du halt so ein Programm hast? Gehört es dazu? Ja, es wird, denke ich mal, immer mehr. Die Truppe kümmert sich um die Soldaten und macht dann auch verschiedene Angebote, auch gerade mit diesem freien Internet. Es gab Zeiten, wenn du dich mit älteren Kameraden unterhältst, die das ganze Geld früher teilweise, was sie im Einsatz verdient haben, nach Hause telefoniert haben oder vertelefoniert haben. Krass. Mhm. Die Verbindungen so teuer waren, und ich habe vorher auch nicht groß über WhatsApp telefoniert, aber da ist es halt quasi fast die einzige Möglichkeit, und die nutzt man dann natürlich, und die Verbindung war auch eigentlich immer relativ gut, manchmal ein bisschen abgehakt, wie gesagt, zu den Stoßzeiten, aber keine Angst, das hast du bei uns im Podcast auch manchmal. Genau, ich wollte gerade sagen, das hast du hier auch oft genug. Ja, ja, Deutschland, Internetentwicklungsland. Ja, es ist leider traurig genug. Ja, fallen euch noch Fragen ein? Also wie gesagt, kannst du jetzt bis zum Pokalfinale in Deutschland bleiben oder musst du wieder fort? Ich kann bis zum Pokalfinale in Deutschland bleiben. Ist das super. Vielleicht können wir dann alle gemeinsam nochmal feiern, ne? Wenn wir dann endlich mal den Pokal holen und dann gleichzeitig den Champions-League-Einzug haben. Wenn wir auch noch gleich drüber sprechen, ja. Aber ich glaube, im Namen von allen will ich mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken. Du hast uns ja öfter Karten geschickt. Basti hat ja meistens bekommen und hat sie uns da gegeben. Also das war schon, also ich muss schon sagen, das macht schon was mit uns. Also das fanden wir immer irgendwie extrem besonders, dass wir Karten aus einem weit entfernten Land geschickt bekommen haben von jemandem. Ich glaube, keine Ahnung, ob es Leute gibt, die von noch weiter weg uns zuhören, aber ich muss schon sagen, das hat uns, würde ich sagen, ein bisschen auch berührt, oder, René? Ja, definitiv. Also sowas geht nicht so komplett spurlos an einem vorbei. Überhaupt einmal, dass wir Postkarten bekommen und dann auch aus der Gegend und aus der Situation, das ist dann nochmal so eine ganz andere Form von Feedback, und es ist immer wieder schön zu sehen, von wo aus die Leute uns überall hören und für wie sehr wir auch zum Teil in den Alltag der Menschen da draußen integriert sind. Das ist auch nach 8 Jahren, die wir mittlerweile hier voll haben, immer noch ziemlich absurd. Ja, finde ich auch. Von mir auch vielen Dank. Vielen Dank auch für den Vergleich. Ja, und die Geschenke, die du mir gebracht hast, die werde ich natürlich noch Geschenke? Verteilen. Habe ich euch doch geschickt.
Es tut ja so, als wäre nichts unterschlagen worden. Ja. Nein. Was immer noch von Postkarten nicht gesprochen. Ja, bei euch auch. Nein, alles, die, gut. Die, alles gut. Alles gut. Gut, ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, wenn du in Frankfurt bist. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder, weil Marvin hast du ja auch schon mal getroffen. Wir haben uns ja vom Stadion noch mal zu dritt gesehen. Richtig, vom Schalke-Spiel, als der 40er gesperrt war, haben wir uns da getroffen. Genau. War eine Marvin, super Sache. Aber ich denke, das können wir auf jeden Fall noch mal wiederholen, würde ich meinen. Genau, da fehlen ja noch 2 bis 3. Unbedingt. Dann ja, eben. Müssen wir noch mal ein großes Gruppentreffen machen. Genau. Ja. Sehr cool. Gut, mein dann lieber. Dir vielen Dank, Felix. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Regelgeschäft über. Alles klar, ich habe euch gut. zu danken. Vielen Dank, Felix. Danke, Felix. Mach's gut. Ja. Tschüss. Ciao. So, meine Herren. Krass irgendwie, gell, wenn man sich das so vorstellt. Wir sitzen hier jeden Tag daheim, beschweren uns, wenn die U-Bahn nicht fährt. Ja. Das beschwert sich irgendwie U-Bahn zu spät und da unten genau. musste irgendwie bei 47 Grad den Leuten versuchen, was beizubringen, damit sie ihr Leben besser gestalten können. Ja. Das ist halt schon genau. so eine ganz, ganz andere das hilft Geschichte. Einem irgendwie trotzdem so ein bisschen alles so wieder mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja, die Einordnung halt, ne? Wenn ich mich dann heute Morgen darüber beschwert habe, dass, dass 4 Minuten die 2 Minuten da stehen an der U-Bahn. Weißt genau, genau. Und nach 5 Minuten immer noch 2 Minuten da stehen. Ja. Aber das ist dann halt schon was ganz anderes, als wenn du halt in einem Gebiet bist, wo du mit Leuten klarkommen musst, auch mit Sprachbarrieren hast und so. Und dementsprechend aber eine Verantwortung hattest, wie der Felix das ja hatte als Ausbildung. Und wo du auch in Gefahr bist, also wo du nicht wie selbstverständlich einfach an einem Auto vorbeispazieren kannst, ohne Angst zu haben. Also es ist schon... Ja. Und du nicht nur freiwillig in Gefahr betrittst, weil du halt wieder mal wieder zu viel getrunken hast und irgendwelche Leute Bahnhofswirbel. Also insofern, also es ist schon ganz ein anderes Leben, kann man sich so, glaube ich, nicht so wirklich vorstellen, das von daher her. Aber umso cooler, dass Eintracht und der Podcast hier quasi diese Welten auch miteinander verbindet. Also das finde ich irgendwie faszinierend alles. Ja. Genau. Ja. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Cut und reden über das Tagesgeschäft, oder, Leute? Ja. Genau, ich würde Alter. Mit eurem Einverständnis den Rückblick auf das gestrige Spiel gerne in 2 Blöcke unterteilen. Lasst uns vielleicht erstmal so über das Sportliche reden und dann über das ganze Thema mit den Protesten, weil ich mal davon ausgehe, dass wir da noch ein bisschen mehr Redepotenzial haben oder generell Redestoff haben. Alles klar. Also generell dann können wir ja mal Dann habe ich hier ein kleines Intro. Montag! Ja! Morgen ist Montag! Endlich! Scheiß Wochenende vorbei! Ja! Schluss mit der Sauberei! Endlich arbeiten! Ja. Da gab es auch noch diese Fotomontage, die, wer weiß, Fums hat, glaube ich, für ihn getwittert, wo sie das in den Videowürfel der Eintracht reinmontiert hat. Das war nicht reinmontiert, das war wirklich. Ach, das war, okay, das ist das in dem Five-Gedingse, was über den Fernseher zu hören war, ist das irgendwie untergegangen. Da muss ich ja sagen, ist eine mega, bevor wir jetzt wirklich zum rein sportlichen Aspekt kommen, fand ich das aber eine richtig coole Aktion. Da musst du schon sagen, auch hier wieder die Social-Media-Abteilung der Eintracht oder auch generell sind da jetzt mittlerweile schon ein paar Füchse, die genau darauf achten, was könnten sie irgendwie nutzen oder so. Und das ja war ja schon so ein bisschen ein Ding, was einigermaßen viral gegangen ist. Und die wussten genau, okay, das können wir dafür einbauen. Also da, auf die Idee musste erstmal kommen. Fand ich mega cool. Und dich das auch trauen. Ja. Gerade im Umfeld Eintracht. Also da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der dich mit hochgezogener Augenbraue danach anschauen wird. Aber gut, das hat seinen Zweck erfüllt. Ich feiere das auch sehr. Den einen oder anderen mit diesen hochgezogenen Augenbrauen haben wir nachher in unserer Lieblingskategorie auf der Liste stehen. Spoiler Alert. So, also, Kinders, lasst uns zum Spielerischen kommen. Fußball. Ja. Genau, Fußball wurde gespielt. Wurde auch noch gespielt. Falls wir es Fußball nennen können, aber die Frage können wir gleich nochmal aufwerfen. Ja. Erstmal, Mascarell nicht im Kader, ist wieder leicht angeschlagen. Dafür zurückgekehrt, David Abraham, der Chef in der Abwehr. Und das war auch bitter nötig. Also, was der jetzt da gleich wieder hinten geleistet hat, da den Laden zusammengehalten, war schon, glaube ich, ein ganz guter Move, wo man ja auch generell sagen muss, dass das ja ein sehr hart umkämpftes Spiel war. Also da war ja so viel Musik auf dem Platz. Das war ja der pure Wahnsinn. Ich glaube, so ins Spiel reingekommen, würde ich sagen, Leipzig hatte anfänglich so 10 starke Minuten,
Auch wenn man gemerkt hat, dass die Eintracht schon versucht, da irgendwie ranzukommen, dann ist ja auch in der 11. Minute, glaube ich, das 1-0, 13. Ja. 13. Gut, in der 13. Minute das 1-0 für Leipzig gefallen, wo man ja auch sagen muss, das war jetzt nicht schlecht rausgespielt. Also so rein vom Fußballerischen her. War stark. Da den Doppelpass zu spielen und dann da den Laufweg zu erahnen und den Ball halt genau dahin zu spielen, kannst du halt schon so machen. Also. Ja, gut, also die Sache ist ja die. Also Leipzig ist natürlich eine Mannschaft, die zu jeder Zeit immer die Qualität hat. Und das hat sie übrigens über 90 Minuten auch angedeutet. Aber du hast natürlich, die sind besser in die Partie gekommen. Also es gab schon auch davor, vor dem 1-0, gab es schon die ein oder andere Szene von der Eintracht, wo du gemerkt hast, okay, ist auch nicht schlecht. Aber die Leipziger sind am Anfang wirklich einen Tick besser reingekommen und haben eigentlich ihren Stiefel, den sie halt optimal runterspielen können, auch erstmal so gezeigt. Und das war ja natürlich, du hast halt da nochmal ein Stück weit eine andere Klasse, was Ballsicherheit und so weiter und so fort anbelangt. Aber man kann dieses Spiel nicht 100% neutral oder abgesondert von anderen Dingen betrachten, denn allein das ständige Five-Konzert, was passiert ist, wenn Leipziger am Ball waren, das hat die von vorne hinein schon ein wenig belastet. Da gab es, glaube ich, schon den einen oder anderen Spieler, der nicht irgendwie aus irgendeinem Grund da so einen kleinen Hemmschuh hatte. Auch wenn die alle sagen, das ist nicht der Fall. Ich glaube das schon. Nicht nur das, sondern du hast ja auch nochmal diese zusätzlichen 5 Minuten Verzögerung gehabt. Du kommst aus der Kabine. Ja, du willst eigentlich anfangen. Du hast sowieso schon irgendwie so diesen Druck, weil du nicht weißt, was da jetzt irgendwie passiert. Und dann stehst du nochmal 5 Minuten da rum, musst dich dann jetzt auch mental und körperlich da halt auch einfach warm halten. Mhm. Das ist ja dann auch zusätzlich nochmal eine Anstrengung und dann halt einfach da ins Spiel kommen, das ist dann halt auch nochmal so ein ganz anderer Rhythmus, den du ja so im normalen Bundesliga-Ablauf halt einfach auch nicht hast. Genau, haben die Leipziger aber trotzdem am Anfang besser gemacht. Genau. Sind, wie gesagt, besser ins Spiel gekommen, haben das Tor gemacht, was natürlich eine herausragend geile Kombination war. Andererseits war es auch von uns ein bisschen suboptimal gemacht. Valette, den ich auch leider auch jetzt eigentlich über die ganzen 90 Minuten nicht wirklich super gesehen habe, mit einer Situation, die auch für ihn unglücklich war, was unter anderem auch zu diesem Gegentor resultiert ist. Aber trotzdem, typisch für die Eintracht, nicht zurückgesteckt. Also auch nach dem 1-0 einfach weitergearbeitet. Genau. Immer mehr in die Zweikämpfe reingegangen. Du hast gemerkt, einfach auch der Wille war da, früh gestört. Die Leipziger, die sowieso dann wieder so ein bisschen ihren Rhythmus verloren haben und dann halt einfach diese Fehler da erzwungen und dann halt einfach auch erzwungen, diese Standardsituation wieder, also wir haben wieder ein Tor geschossen nach einer Standardsituation, ja, auch wenn das Ding erst da so ein bisschen links, rechts geflippert worden ist und auch in dem Fall wieder die Abwehr komplett mitbeteiligt an dieser Torentstehung, weil die Vorlage, die letztendliche, kam von Abraham und Chandler drückt das Ding halt einfach mit der Sohle dann in diesem total überfüllten Strafraum dann noch über die Linie. Also Chandler entwickelt sich nicht nur zum Monster auf der Außenbahn und zum Flankengeber, sondern jetzt auch noch zum Tormacher. Also den drückt er natürlich auch ohne Rücksicht auf Verluste da rein. Ja, also das war geil. War wirklich, war richtig. Ja klar, auf jeden Fall. Das ist natürlich, manch einer wird dann wieder sagen, ach herrje, offene Sohle etc. Aber die Spieler waren ja, es wird ja auch berechtigterweise nicht irgendwie dann was abgepfiffen. Aber es zeigt auch, es war der Wille da, es war richtig, die Leute hatten Lust. Und Marvin hat es auch schon gut angesprochen, auch vor dem Tor waren ja schon einige Situationen. Ich konnte es leider nicht live verfolgen, musste dann, konnte jetzt auch nur der Zusammenfassung schauen, aber auch die lange Zusammenfassung hatte auch da, bevor das Tor gefallen ist, für Leipzig schon einige Chancen der Eintracht doch gezeigt. War auf jeden Fall, hat mir gut gefallen und die Moral, ihr habt es schon richtig gesagt, auch nach dem ersten Treffer dann direkt wieder nachzusetzen, wieder das zweite Ding, aber dazu kommen wir ja sicherlich jetzt noch. Ja, ich finde Leipzig hat mich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Also die sind, es gab 10, wenn du da Standbild gemacht hättest, da sind die teilweise mit 8 Mann auf den Ballführenden gegangen. Das sah teilweise aus wie beim Kinderfußball, aber die haben das in einer Intensität gemacht. Da hast du schon gesehen, dass die Eintracht ein Level weiter ist als in der Hinrunde, was eigenen Ballbesitz betrifft. Also es gab viele Situationen, wo die Eintracht dann einfach nochmal nach hinten gespielt hat und nicht dieses Überhastete und dann irgendwie einen Doppelpass probieren, wo dann der Ball wieder verspringt, sondern da gab es eine Szene, dann guckt Verletzt sich um, denkt, ach nee, weißt du was, ich spiele lieber nochmal zurück. Mhm. Und wir beruhigen die Situation. Und was der Marvin angesprochen hat, fand ich auch sehr interessant, dass am Anfang die Leipziger tatsächlich auch die Pfiffe vom Schiedsrichter nicht gehört haben. Das war sehr, sehr lustig. Also
Die waren, glaube ich, sich dann nicht immer so sicher. Die wollten dann weiterspielen, dann haben wir auch schon wieder abgepfiffen. Und hatten dann, ich weiß nicht, natürlich nicht, ob es durch diese Five-Konzerte war, aber hatten auch die ein oder andere Szene, wo sie selber den Ball ins Seitenhaus geschossen haben oder Abstimmungsschwierigkeiten waren. Ich weiß nicht, ob das dem Five-Konzert geschuldet war. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen, dass das am Anfang ein sehr auf allen Ebenen intensives Spiel war. Und wir wieder, wie wir es schon gefordert haben und wie es auch gegen Köln echt gut war, ziemlich zeitnah ein Gegentor beantwortet haben mit einer Standardsituation. Und dass die Wichtigkeit, die wir dem damals gegeben haben, die zeigt sich. Also das ist einfach so, du kannst das Momentum von dem Spiel komplett ändern. Und wer weiß, was passiert, wenn Leipzig das 2-0 macht, dann man weiß es nicht. Aber ich finde wichtig, dass man dann einfach so ein Tor, und das ist ja nicht rausgespielt, das ist ja purer Wille. Abraham köpft den nochmal rein und ich weiß, wer hat den verlängert noch? Abraham hat ihn wieder scharf gemacht, ich weiß nicht, wer es hat. Abraham hat ihn wieder scharf gemacht, ich glaube, da war dann auch Fallett nochmal irgendwie mit noch dran. Noch einer war dran, genau. Und dann Chandler, wie Dennis das gesagt hat, also der kann froh sein, dass kein Gegenspieler in der Nähe war. Also, der wäre mit reingeflogen, glaube ich. Kannst du dem auch ein Schienbein brechen mit dieser Bewegung des Fußes. Ja. Aber gut, der Ball ist dann drin. Mhm. Ja, und dann hast du dir, da hast du dieses Pressing, was sie teilweise gemacht haben, so ein bisschen ins Leere dann laufen lassen, weil dann steht es immer nur noch 1-1 und wir werden jetzt dazu kommen. Was dann passiert, ist natürlich auch was Magisches und mir fällt es genau wie dem Marvin schwer, das zu trennen gerade, diese beiden Blöcke, weil ich finde, dass das trotzdem, ja, das spielt wahrscheinlich schon mit rein, weil die Atmosphäre von den Rängen, die eine gewisse Aggressivität natürlich ausgestrahlt hat durch die Pfiffe, die hat sich für mich auch auf den Platz übertragen. Also du hast es gesehen, auf die Trainerbänke auch zum Beispiel. Und ja, wer von euch will die freudige Aufgabe übernehmen, einzuleiten, was beim 2-1 passiert ist? Ich will erst noch mal ganz kurz sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass nach dem 1-1 hier der Funke komplett übergesprungen ist. Ja. Also ich fand schon, dass du gemerkt hast mit dem Ausgleichstreffer, dass auch die letzten Teile der Mannschaft realisiert haben, dass was möglich ist. Und das ist halt total geil, weil natürlich, du kannst auch lang 0-0 spielen, aber dieses Gefühl, dass irgendwie hier mehr möglich ist, zeigt sich eher nach einem Rückstand, den du aufholst. Und du hast sofort gemerkt, geil, hier ist was drin, die sind anfällig. Du hast ja auch gar nicht lange, ich meine, da waren ein bisschen mehr als 20 Minuten gespielt und du hast schon ein eigenes Tor geschossen. Was total geil ist, weil du siehst, okay, hier ist heute was drin. Und eine ganz andere Initialzündung. Ich glaube, das war dann wirklich so der Punkt, wo du gemerkt hast, jeder der Spieler weiß, wenn hier ein paar Dinge zusammenlaufen, wird das hier ein Tag der Eintracht. Ja, richtig. Auch defensiv hat es gut funktioniert, zumindest was ich natürlich da so sehen konnte. Abraham, Hasebe haben sehr gut funktioniert auch. Also es war eine schöne Situation, dass du natürlich auch dich wieder mal auf die Abwehr hinten verlassen konntest und da dementsprechend auch ein bisschen entspannter nach vorne spielen konntest. Und du hast völlig recht auch, Marvin, deshalb bin ich voll bei dir. Diese Situation, gerade nach dem Tor, hast du sehr gemerkt, okay, diese Stabilität, die Leipziger haben ja am Anfang gleich versucht, dann direkt den Gegentreffer zu machen, haben wir gut verteidigt, gut gestanden und dann Akzente wieder nach vorne gesetzt und ja, haben uns ja dann im Endeffekt in der, ich weiß nicht, 25 Minute dann ja auch belohnt. Genau, also es war ja dieses Momentum, von dem Basti gesprochen hat, der Ball tickert da irgendwie wieder im Strafraum raus, rum, Fallett köpft ihn nochmal wieder zurück auf Rebic, der tankt sich da durch, sieht in der Mitte Boateng, flacher Pass und der hämmert das Ding aber auch mit aller Gewalt, also dass der nicht hinten aus dem Tor wieder rausgekommen ist, war eigentlich alles, den wollte er sowas von da reinschießen. Aber mit aller Coolness. Ja. Genau, mit aller Coolness und dieses ist auch technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, also ganz ehrlich, da im vollen Lauf das Ding da mit... Direkt, der hat ihn direkt genommen. Mit der Innenseite. Ja. Auch, dass Rebic ihn gesehen hat, das ist so, das ist dieses, warum ich echt einen Man-Crush auf Rebic habe. Dieses, wie er sich da durchsetzt. Er hat immer wieder diese Szenen, der ist auch wieder gerannt und gerannt. Und das sind dann diese Szenen. Der hat in diesem Spiel, hat im Spiel wahrscheinlich 5 solcher Szenen und 3 von denen verbaselt er. Also der hat auch, wo er sich den Ball zu weit vorlegt, der hat auch noch eine Riesenchance, glaube ich, nach dem 2-1. Aber wie er das macht, ja, durchtankt, Übersicht hat, das war schon. Und dann ist das Ding endgültig gekippt. Also du hast dann gesehen, wie die Spieler auch gejubelt haben. Das finde ich immer ein sehr, sehr wichtiges Indiz bei Toren. Da siehst du, in dieser Mannschaft stimmt es allgemein, aber an dem Tag vielleicht nochmal durch diese besonderen Umstände noch mehr. Ja, und da haben alle gejubelt, haben sich gegenseitig gerufen, komm her, der Prinz jubelt an der Kamera. Aber wenn du dann im Hintergrund geschaut hast, dass auch andere sich gegenseitig angeschrien haben, so, ja Mann, hier geht was. Und in der Folge, wenn wir jetzt besprechen, hat man das auch gesehen. Das hat man gesehen, ich krieg Gänsehaut, wenn ich erzähle, wie die Eintracht gekämpft hat. Ja, wie die Geisteskranken, das war ja unfassbar. Weil diese Leipziger Mannschaft, muss man ja auch sagen, die Eintracht hat da nicht gewonnen, weil die einen schlechten Tag hatten, sondern ich habe das Gefühl, die Eintracht hat die einfach niedergekämpft.
ja, wie wir uns das, wie wir uns das vorgestellt haben in der Sendung davor, dass wir, und Boateng hat ja tatsächlich auch eines dieser Zeichen gesetzt, was wir uns gewünscht hatten. Das war zwar unfair, aber vielleicht sind das auch diese kleinen Sachen, wo der dem fast wie beim Eishockey, ja, wo er ihn einfach umwichst. Also, das sind kleine Szenen. Ich glaube, das ist für so eine junge Leipziger Mannschaft, gerade an so einem kalten Montagabend, wo alles gepfiffen wird und die nicht wissen, was abgeht, dann auch nochmal nicht so gut ist. Weil, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen und zu weit zu springen, ich erinnere mich dann nicht mehr an unfassbare Torchancen von Leipzig. Nee, es wurde später sehr, war sehr, sehr wenig dann. Ja. Was auch daran lag und was ich, bevor ich es vergesse, nochmal kurz ansprechen will und eure Meinung dazu hören will, die Aufstellung war für mich diesmal nicht vergleichbar mit anderen Aufstellungen vorher. Also ich fand, dass das eine ziemlich starre Dreierkette war diesmal und du hattest nur also einen Sechser davor mit Hasebe und Chandler und Da Costa, die waren so ein bisschen variabler, die sind immer wieder außen und innen gewesen, aber du hast gesehen, die drei da hinten bleiben irgendwie zusammen und Hasebe probiert ja, das da vorne definitely zu managen. Und das war, da ist Leipzig nichts eingefallen, weil Leipzig eine Mannschaft ist, die auch trotzdem probiert, viel über die Mitte oder die Halbmitte zu kommen und das war einfach zu. Du hast gesehen, wie viele Pässe die Eintracht abgefangen hat. Und auch wenn sie ihn dann nur rausgebolzt hat, bei jedem dritten Rausbolzer ist dann trotzdem eine gefährliche Situation entstanden. Und was die Eintracht auch super gemacht hat, es gab Situationen im Spiel, da hast du gar nicht diese Enge gehabt am Ball, sondern das sah so aus, als hätte das Spiel gerade angefangen und jeder steht auf seiner Position, obwohl wir den Ball hatten. Hm. Und da hat die Eintracht eine ganz riesen Breite in diesem Spiel gehabt mit langen Bällen. Und ich ziehe alle Hüte vor Kovac, dass er so eine Mannschaft wie Leipzig, die ja wie wenn man gefühlt, ohne das jetzt zu wissen, aber wirklich mit allen Analysten und taktischen Analysen und hier und Pressing und Rangnick, der Professor, der auf dem Dachboden sitzt, der hat den ein bisschen ausgecoacht, fand ich. Ja, also ganz dieses Thema mit langen Pässen und das Mittelfeld halt quasi direkt übergehen und dann in die Spitze spielen, das war ja so wirklich schnell den Ball erobern und dann direkt gucken, wo ist der freie Mitspieler, die quasi in dem Moment, wo du den Ball eroberst, schon die Außen oder auch die Spitzen einfach schon in Richtung Tor gestartet sind. Das war ja so ein bisschen die Taktik und die ist ja auch aufgegangen. Wirklich diesen Druck da machen, den Ball früh erobern und dann halt quasi direkt in den schnellen Spielaufbau gehen. Und da hatte Leipzig, glaube ich, schon so ein bisschen sehr ihre Probleme. Dadurch, dass die ja auch immer relativ hoch stehen, war da halt einfach viel Platz. Und die Spieler waren ja halt einfach überall. Ich erinnere mich da jetzt so gerade an diese Szene, die muss, glaube ich, auch wilder Sprung kurz vor der Auswechslung von Rebic gewesen sein, wo er erst auf der rechten Seite den Ball spielt und dann 30 Sekunden später oder noch weniger schon wieder komplett auf der linken Außenbahn ist, um den Ball da wieder entgegenzunehmen nach zwei Querpässen. Also da war auch einfach eine Laufbereitschaft in diesem Spiel drin von der Eintracht. Das war ja phänomenal. Ja, die Eintracht hat schon immense Laufwege gehabt. Das wollte ich jetzt auch eigentlich schon gerade die ganze Zeit sagen. Es ist schon extrem heftig gewesen, dass die eigentlich omnipräsent waren. Da hat sich jetzt zum Beispiel auch ein Da Costa hervorgetan, der an seiner Seite da hin und her gelaufen ist wie ein Verrückter. Ja, ich meine, der Adler ja auch nochmal eine Großchance hatte, der das Ding einfach so ein bisschen dann verstolpert hat. Ansonsten Da Costa hat mir sowieso gut gefallen. Der fällt vom Technischen ein bisschen mehr ab. Also im Gegensatz zu der großen Qualität, die wir mittlerweile halt in der Offensive haben, das kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Also du siehst schon, die Anlagen, die ein Wolf, ein Rebic, auch ein Haller und auch ein Boateng logischerweise haben, das ist schon ein beträchtliches Fund. Da kostet er eine Spur weniger, aber die hat er im Einsatz wieder weggemacht, auch eigentlich wieder wettgemacht. Das ist schon krass. Also wenn du überlegst, dass immer wieder neue Leute reinkommen, aber sie sich an das positive und an das gute Niveau angleichen und nicht irgendwie zurückfallen oder die Mannschaft zurücknehmen, das ist schon unfassbar. Also das ist momentan ein absoluter Lauf und da muss ich halt auch sagen, es ist halt auch nicht nur die Kampfbereitschaft, die unfassbar war an dem Abend, aber du hast halt zusätzlich noch die Komponente, dass du auch das spielerische Element hattest, denn du hast nicht nur aufgrund deines Kampfeseinsatzes, wie Duelle, die wir mal hatten beispielsweise gegen die Frankfurt, gegen die Bayern oder so, da erinnere ich mich an so einen Kampf 0-0 oder irgend sowas, ja, oder keine Ahnung, wo Preuß mal das Ding irgendwie mit dem Fallrückzieher reingemacht hat, ja, aber das war trotzdem eine Kampfleistung, aber du hast hier das spielerische Element der Frankfurter Eintracht absolut trotzdem gesehen. Du hast gesehen im Aufbau, du hast gesehen bei dem 2-1, da ist halt sau viel trotzdem dahinter. Das ist nicht nur Haken, Fußball und nicht nur umwichsen. Das ist auch umwichsen. Das ist auch ein bisschen unfair spielen. Das ist auch die Leute in Bedrängnis bringen. Aber du musst die Arschlochigkeit nutzen. Guck dir doch mal bitte mal an, wie die Bayern, als Beispiel, wie die Bayern das machen. Die gaunern sich in der letzten Zeit auch ganz schön umher und warten, dass sie den 5
fünften Elfmeter bekommen, damit sie irgendwie mal ein Entry ins Spiel bekommen. Ganz ehrlich, die Partie gegen Wolfsburg, das war jetzt wirklich keine Glanzleistung der Bayern, aber die haben immer das Glück, dass sie einen Elfmeter geschenkt bekommen. Was heißt geschenkt bekommen, aber die Situation erzwingen. Und wir machen das wenigstens auf einem spielerischen Wege, dass wir halt im Spiel halt uns diese Räume erkämpfen, diese Galligkeit haben. Und dann kommt aber noch genau das dazu, dass wir es natürlich auf den Platz auch bringen können. Und das ist das, was ich momentan bei der Eintracht so faszinierend finde. Es ist nicht nur das rein Kämpferische, es ist nicht nur die absolute unbedingte Laufbereitschaft, sondern es ist auch die Möglichkeit, im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, das spielerische Element zu setzen und zu zeigen, wir wissen schon, wie wir die Gegentore machen. Das ist wirklich, das ist auch, das ist so dieses nächste Level, was wir uns erhofft haben, wo wir Angst hatten, dass wir es nicht erreichen, weil dieser Rückschlag gegen Freiburg kam. Und das ist trotzdem eine Stabilität, die finde ich persönlich als Präventivpessimist erschreckend, weil ich keine Anzeichen dafür sehe, dass sich das großartig ändern sollte, weil wie es im Ende eher, wir gehen eher, anstatt einen Schritt zurück, gehen wir gerade eher einen nach vorne. Dieses Spiel gegen Leipzig war wahrscheinlich mit das Beste in der ganzen Saison. Und du hast, was der Marvin gesagt hat. Mindestens das Umkämpfteste bislang. Ich fand aber auch spielerisch teilweise. Also diese Pressing-Situation, diese Pressing-Resistenz musst du gegen Leipzig auch erstmal haben. Das ist richtig. Wenn die wirklich, und die sehen ja teilweise so aus, als wenn die wirklich ein bisschen was am Rande der Dopingliste ins Essen bekommen und rennen und sind auch, wirken irgendwie, als wären die nicht alle nicht ganz dicht. Und dann sich trotzdem spielerisch zu lösen. Für mich ist exemplarisch der Prince, der hat für mich auch sein bestes Spiel fast gemacht, seit er bei uns ist. Dass er, der hat immer dazwischen gehauen. Er hatte aber auch gute Momente drin, wie der Marvin es gesagt hat. Der hat auch einmal mit dem Außenriss über sich selber den Pass nach auf die andere Seite rausgespielt. Dann hatten wir Situationen drin, wo Wolf auf Da Costa diesen hohen Ball spielt. Auch viele unkonventionelle Sachen. Ja. Das sind alles Sachen, wie der Marvin es gesagt hat, du hast eine Mannschaft, die kicken kann, aber die trotzdem dich nicht darauf verlässt. Und das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Das war an dem Tag, ich will es gar nicht zu viel Pathos schmücken, aber das war irgendwie, hat die das ganze Stadion, die ganze Stadt, der ganze Verein hat an dem Tag zusammengehalten und die Spieler haben auf dem Platz haben das wiedergegeben. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren von nichts und wir sind Eintracht Frankfurt und die Euphorie ist immer noch krass in mir. Also. Und dann musst du halt sagen, kam halt auch das, ja, und dann kam halt so ein bisschen, sag ich nicht Glück dazu, aber dann kam halt auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Fortuna war kurz auf deiner Seite. Denn also in der 30. Minute hätte es unter Umständen schon einen Elfmeter geben können. Natürlich will ich jetzt nicht auf gar keinen Fall sagen, dass das jetzt unberechtigt zurückgepfiffen wurde und so, nee, aber es war eine hitzige, es war eine hitzige Situation und du hättest die so oder so auslegen können. Aber sie hat, und das muss man halt auch sagen, es hat halt zu diesem Abend gepasst, der den perfekt gemacht hat, weil die haben einen Elfmeter zugesprochen bekommen, der wurde wieder aberkannt. Das ist natürlich für die eine unglaubliche Demotivation, wo du dann, wenn du Ilsanker und andere hörst, die hängen die natürlich noch dran fest. Das nervt die natürlich. Das ist aber für uns natürlich nochmal ein Push gewesen, weil dann spätestens dann hast du gesagt, ja Leute, geil, wieder zurückgepfiffen. Und jetzt dann hast du auch einen Jubel gemerkt, dann hast du gemerkt, da tut sich was. Es wird ja nicht nur gepfiffen. Dann merkst du dann, wie habt ihr das denn im Stadion erlebt, Marvin? Was? Wie habt ihr das denn im Stadion erlebt, die Situation auch mit dem Elfmeter? War da erstmal schon Frustration oder war sofort... Nein, natürlich war erstmal Frustration. Natürlich hat erstmal jeder gepfiffen. Wir haben ja Trillerpfeifen bekommen im Block, ja, und da haben wir die natürlich genutzt und ganz exzessiv, aber da muss man auch sagen, dass Zweier da relativ cool geblieben ist, der sowieso eine ordentliche Spielführung hatte bei aller Kritik, die man anbringen kann, aber trotzdem, der ist ja dann noch relativ cool geblieben und wir haben natürlich gepfiffen, was möglich war und haben uns schon darauf vorbereitet, den potenziellen Elfmeterschützen gnadenlos auszupfeifen, aber man hat dann gemerkt, es kam halt nicht dazu. Es war ja eine Situation von 3 Minuten irgendwie so gefühlt, wie das gedauert, keine Ahnung, ja. Aber es hat halt alles zu diesem Abend gepasst. Nein, so kommt ihr nicht zum Ausgleich. Entweder ihr löst es spielerisch, ihr löst es aufgrund eines wirklich eigenerzielten Tores aus einer Spielsituation oder ihr kommt halt nicht dazu. Fand ich halt mega geil, es hat dazu gepasst. Und danach gab es natürlich noch Chancen. Für Red Bull, aber so zwingend sind die nicht mehr rangekommen. Nee, das war, glaube ich, schon so ein ordentlicher Knick, aber er hat ja nicht nur den Elfmeter nicht gegeben, sondern er hat, gut, kann er natürlich in dem Moment auch nicht, auch die gelbe Karte für Rebic ist dann natürlich ja auch nicht gegeben worden, die ja dann an der, ja später, aber nicht in der Situation. Doch, aber ich glaube schon, oder? Nee, die war ist später gegeben worden. Ich glaube, ein paar Minuten später. Die ist zwei, drei Minuten später gegeben worden, weil er dann da nochmal irgendwie was hatte. Der Rebic hat nicht für das Foul die gelbe Karte bekommen. Nee, der hat das aber auch viel gemeckert.
Genau, ja. Aber der hat das auch am Anfang direkt fürs Meckern gekriegt. Also ich glaube, der hat auch, glaube ich, selber gesehen, dass er was Schlimmes gesagt hat, weil er ist sofort weggegangen. Also ja. Da gab es ja diese Tumulte. Er ist sehr weit weggegangen wohl. Dann ist er sehr, sehr weit weg und der Schiedsrichter hat sich das wahrscheinlich gemerkt. Ja. Auf jeden Fall, ja, der Marvin hat eigentlich ganz gut beschrieben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier sitzen würden und sagen würden, ja, das war ganz klar kein Elfmeter, wenn das andersrum gewesen wäre. Nee, genau. Also da würde, weil das war ja schon, ich weiß, wenn ich jetzt Kölner wäre, würde ich denken, aha, da schauen die ja scheinbar ganz genau hin. Ja, genau. weil das ist ja schon eine Situation, da musst du ja mit der Lupe hingehen und gucken, okay, der spielt den Ball, der geht an den Frankfurter, aber der andere läuft aus dem Abseits, kriegt aber trotzdem den Ball, aber hinter dem. Also das ist ja eine Situation, boah, da glaube ich selbst, ich glaube, wenn du das irgendwie 50 Leuten selbst den 80 Mal in der Zeitlupe vorspielst, kriegst du irgendwie drei verschiedene Entscheidungen wahrscheinlich. Und es war korrekt anscheinend. Ich hätte es mir auch nicht zugetraut, dass wir, aber ich habe jetzt viele Expertisen gelesen, dass das scheint korrekt gewesen zu sein, weil der Ball im Endeffekt theoretisch gespielt wird und der andere Leipziger, der dann eingreift, steht im Abseits. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da Glück hatten, weil ich glaube, dass Videoschiedsrichter in der Saison diesmal auch schon bei klareren Sachen nicht eingegriffen haben und dass wir jetzt bei so einer krassen Situation, das ist auch Glück. Aber ja, sollen wir jetzt ist schon, entschuldigen. Also. Schon schwierig zu erkennen gewesen. Also das ist, war schon. Ja, wie gesagt, wir beschweren uns ja nicht auf gar keinen Fall. Ist ja auch gut so, aber wie gesagt, es passt halt ein Stück weit einfach zum Spiel. Ich meine, wir brauchen diese Diskussion ja nicht totreden, aber es ist halt einfach so und es hat einfach so gepasst. Und du hast halt, für die war es auch ein Zeichen, ja, it's no easy way out today. Also es gibt keinen einfachen Ausweg, es gibt nicht diesen Weg, ach, ich ermogel mir den Weg wieder zurück mit einem Elfmeter. Nee, heute nicht, heute nicht. Und das war halt echt was, wo du gemerkt hast, scheiße, hier geht's halt nicht so easy. Und dann kommt die Eintracht danach auch wieder besser ins Spiel, geht weiter, versucht mit auch einem herausragenden, hier der ein guter Freund, der Krümel hat mir gerade geschrieben, er hat gemeint, die Eintracht hat Gegenpressing auf Champions-League-Niveau betrieben. Ich denke, das kann man durchaus schon so sagen. Ja. Und dann bist du aber auch vor der Pause noch mit zwei geilen Chancen unterwegs, wo du sagen kannst, war fast ein bisschen nachlässig, da hat der Wolf einmal einen Volley-Schuss gehabt und dann Rebic, der dann irgendwie, glaube ich, vor Gulaschi im Endeffekt scheitert, ja? Der quasi allein das Ding dann da ganz knapp am Pfostendreieck da oben vorbeizirkelt. Das war, was war der ärgerlich. Aber auch da, wir haben uns das 2-1 einfach erarbeitet, ja? Ne? Du hast spielerisch durchaus dann mehr geboten. Ich fand aber auch, dass diese Elfmeter-Geschichte dann nachher auch nur mal so ein bisschen Schärfe in das Spiel reingebracht hast. Also danach hast du schon gemerkt, die Zweikämpfe werden härter. Danach hat ja auch der Kartenreigen angefangen. Es sind ja auch dann im Verlaufe des Spiels nicht gerade wenig Karten gezeigt worden. Und so der Höhepunkt dieser ganzen Schärfe, wo selbst Marco Hagemann dann kurz vorher festgestellt hat, dass er der Meinung ist, dass da irgendwie so ein bisschen Brisanz auf dem Feld ist, war ja dann quasi der nahtlose Übergang von einem Fußballspiel zu einem UFC-Fight. Da mit Beginn der Halbzeit. Da wäre ich so gern dabei gewesen. Also ich habe ernsthaft gedacht, Hasebe haut den gleich einfach um und er steht nie drauf. Ich habe gedacht, der Prinz, also beim Prinz hast du gesehen, okay, das hat man bei Jerome Boateng, siehst du das auch manchmal, die snappen dann schnell und denken, die sind wieder auf dem Spielplatz. Ich kann das komplett nachvollziehen. Mir würde es genauso gehen. Der Prinz, wenn er nicht aufgehalten worden wäre, der hätte ihn umgemacht. Also da war in dieser Situation drin und ich kann es auch verstehen. Also die Situation war keine schlimme, aber was Naby Keita da macht, erklär das mal, weil ich habe das nicht so genau gesehen. Das war das Nachtreten, das Spiel war eigentlich fertig. Es war ja nicht wirklich Nachtreten. Also Hasebe, aber es reicht trotzdem. Hasebe von der Situation, Hasebe blockt den Ball, der Ball geht weg, es wird eigentlich abgepfiffen und Keita steht quasi hinter Hasebe, sie sind beide noch so ein bisschen im Laufen und macht so eine Ausfallbewegung mit beiden Knien nach vorne und haut die halt Hasebe von hinten beide gleichzeitig in die Hacken und der fällt halt einfach stumpf um. Kannst du ja nicht anders, wenn dir von hinten Fuß einer... Getroffen. Der hat den nicht nur mit dem Knie getroffen, der hat den schon, mir ist nicht wild, aber der hat den hinten getreten, Punkt. Mit der hinten an der Wade, beziehungsweise an der Achillesferse. Ja, es war einfach unsportlich und da hast du einfach gemerkt, dass die Dörfer sind im Endeffekt die Emotion dann mal etwas übergebracht auf dem Platz. Ja, absolut. Absolut. Und wie gesagt, also dass der da keinen umgehauen hat, war ein Wunder. Und Boateng war ja auch mittendrin. Ich glaube, der hat ja dann auch so im Reinlaufen in das Bündel, ich glaube, Ildanka noch eine mitgegeben. Also das war ja schon großer Tumult.
Kompliment aber auch an den Schiedsrichter. Ja, definitiv. Von dem ich eigentlich kein großer Fan bin. Nee. Der hat den ganzen Abend dort, mit ein paar kleinen Fehlern, darf man auch nicht jetzt, man darf ihn auch nicht zu sehr in den Himmel loben, weil er hat ein paar merkwürdige Entscheidungen getroffen, aber alles in allem hat er diesen sehr, sehr schwierigen Abend sehr gut moderiert, will ich mal sagen. Also ich fand schon, dass der hätte auch wirklich empfindlicher reden können. Und wenn ich da auch erwähnen will, ist Willi Orban, von dem ich, da er in lauterer Vergangenheit hat und bei Leipzig spielt, mit Sicherheit nicht in Verdacht stehe, ihn irgendwie unrecht zu loben. aber dass er am Anfang zum Schiedsrichter sagt, der sagt den Kapitän, ja, hier Leute, was machen wir jetzt? Da hat er auch zu ihm gesagt, hier, die machen nichts, lass loslegen. Also ich fand, da werden wir jetzt wahrscheinlich, wenn wir die fußballerische, sportliche Seite abgeschlossen haben, eh nochmal zu kommen, aber das muss man auch mal erwähnen, weil das natürlich auch dazu beiträgt, dass dann so ein Spiel nicht vollends eskaliert. Weil wenn der Schiedsrichter dazu beigetragen hätte noch und hätte vielleicht, keine Ahnung, eben nicht so ruhig mit denen geredet oder hätte mit gelben Karten um sich geworfen und hätte das sogar gelassen, dann hätte das dem das Spiel auch um die Ohren fliegen können, weil ich schon gemerkt habe, ja, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass was Schlimmes passiert. Man hat schon gemerkt, dass die Leipziger Spieler, Trainer, Verantwortliche nicht die sympathischsten sind, gegen die man spielen kann, wo man es dann leicht hat, sich zurückzuhalten. Mhm, also ich fand, es gab sehr, sehr viele kleine Situationen, auch viele dreckige Fouls von Lookman. Der ist nicht mal lange da und hat sich schon nahtlos da eingefunden. Wahrscheinlich ist das bei denen ein Scouting-Merkmal, dass du ein Wichser sein musst. Sorry, jetzt ist es mir doch rausgerutscht. Nee, das ist probiert, gut. Aber die. Also du meinst, sie legen die polizeilichen Führungszeugnisse bei denen ein bisschen anders aus? Ja, die machen wahrscheinlich den Charaktertest und werten den genau falsch rum aus. Weil vielleicht steht einfach bei denen das Auswertegerät auf dem Kopf oder irgendwas, dass das passiert. Das sind, wenn ich die, ja, aber es hat sich ja nach dem Spiel auch gezeigt, ich darf mich da jetzt auch gar nicht reinsteigen, aber was Ilzank hat da erzählt, Leute. Also der sagt, wir wollen doch alle Brümme. Ja, eben, aber das hat sich auf dem Platz gezeigt und umso erstaunlicher finde ich, dass die Eintracht sich, obwohl die auch im Kampfmodus sind, ich glaube, die Eintracht-Mannschaft ist auch keine, die für ihre Spielweise deutschlandweit bei den Gegnern geliebt wird, weil die auch Grenzgänger sind. Das hast du jetzt schon gesagt, ja. Aber ich sag doch, natürlich hier im Fan-Podcast, ich finde, wir machen das halt cooler. Mhm, klar. Ja, nee, das ist halt genau der Punkt. Und dann musst du halt sagen, aber ich denke, mit dem Wechsel, also mit dem Seitenwechsel, dann die Pause, ist es schon so ein bisschen noch mehr zu einem Kampfspiel geworden. Also ich habe dann schon das Gefühl gehabt, dass wir jetzt nicht komplett zurückgezogen haben, das kann man nicht sagen, aber ich fand schon, dass, also aber auch, das hast du so auch beim Publikum gespürt, dass halt jetzt alles darauf steht, dass wir dieses scheiß Ergebnis auch irgendwo halten wollen, ja. Mhm. Und wir haben ja dann auch, also es gab ja dann noch Chancen, Da Costa, wie gesagt, hat ja eine ganz gute Möglichkeit gehabt. Allaire hatte noch eine, Rebic hatte, glaube ich, noch eine, aber die sind halt auch alle eher so dann wirklich. Waren keine hundertprozentigen, ja. Ja, und es war halt jetzt auch wenig, wo du jetzt sagst, irgendwie jetzt clever rausgespielt und irgendwie so strategischer Spielaufbau, sondern es war halt dann noch mehr Pressing, die Leipziger, die sowieso schon irgendwie, wie Basti sagt, irgendwie so kurz vorm Vulkanausbruch waren, halt einfach noch so ein bisschen piesacken und zu Fehlern zwingen und dann halt wirklich einfach noch schneller in den Konter, schnell den Ball in die Spitze zu versuchen, irgendwie drei, vier Gegenspieler direkt mit dem langen Ball zu überspielen und da irgendwie rein. Also das war halt wirklich dann nur noch Kampf, Verteidigen und schnelle Konter. Die haben halt auch, da muss man sagen, dass die Eintracht natürlich auch hier wieder das Mindgame so ein bisschen betrieben hat. Ich denke schon, dass da das ein oder andere taktische Foul dabei war, was definitiv dazu geführt hat, dass die Leipziger auch so ein bisschen aus der Haut gefahren sind. Das hast du gemerkt bei der Einwechslung von Werner, der jetzt auch nicht so, ja, der wunderbare Sympathikus ist und auch nicht so ganz so cool angenommen wurde, glaube ich. Hat sich aber auch gleich mit einem rüden Foul eingeführt, hier gegen Wolf unter anderem. Also hat auch eine sehr robuste Spielweise an den Tag gelegt, die natürlich noch dafür gesorgt hat, dass er noch weniger positiv aufgenommen wird. Ja, aber das dann halt, also du hast dann gemerkt, das hat sich von der spielerischen Ebene ein bisschen mehr aufs Körperliche verlagert. Aber auch hier hat die Eintracht einfach gezeigt, ja, aber so geht's halt mit uns heute nicht. Und wir sind heute echt der Herr im Haus. Und du, von einer einzigen Heimschwäche hast du halt gar nichts mehr gemerkt. Das war nicht mehr da. Die Eintracht stand wie ein Baum. An dem Baum hat's, den Baum hat's nicht gejuckt, dass irgendein Leipziger Hund vorbeigekommen ist und sich dran gekratzt hat. Nee, es hat ihn nicht berührt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die Eintracht hat sich da auch reingesteigert. Also, wenn Rebic
wie die noch gerannt sind teilweise, nachdem die das ganze Spiel auf unter Dauerstrom standen. Das war, gab ja keine Längen in dem Spiel, muss man ja auch mal sagen. Also es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt ist hier mal ein bisschen leerlaufend. Irgendwie hast du das Gefühl, entweder defensiv oder offensiv musst du ständig geistig bereit sein und auch noch körperlich und die ganze Zeit rumzurennen. Und irgendwie hat die Mannschaft, ja, das trotz dieser merkwürdigen Stimmung lag so eine merkwürdige Magie in der Luft. Trotzdem so, weil die Leute es auch gemerkt haben, weil diese Euphorie, die wir da haben, die ist ja durch die Proteste auch nicht weg gewesen. Das hast du auch immer wieder gemerkt bei den Ausrufen, die dann trotzdem kamen und hey, und auf geht's. Und auch bei den Pfiffen. Also es war ganz, ganz merkwürdig alles. Und das war ein besonderer Abend auf allen Ebenen. Und die Eintracht hat es zu einem gemacht, indem sie es echt durchgezogen hat. Und das Bild mit dem Baum finde ich ganz gut, was der Marvin gesagt hat. Das, ja, wenn es auf dem Bolzplatz ist, da kicken die coolen Jungs rum und dann kommen die plötzlich die Neureichen mit ihren ganz tollen Schuhen da an und wollen da irgendeinen auf Dick machen und kriegen so die Schnauze voll. Sagen hier, verpisst euch hier. Ihr habt hier nichts verloren, geht wieder nach Hause. Und die gehen nach Hause, fangen an zu flennen. So wie wir es, vorm Spiel habe ich es mir im Idealfall so ausgemalt. Und es ist im Endeffekt genauso passiert. Die Eintracht hat mitgehalten mit Leipzig. Und die Eintracht, wir müssen es mal so zusammenfassen, ich glaube selbst Hasenhüttl hat es auch gesagt, der hat verdient gewonnen, Punkt. Definitiv. Ja, ja. Definitiv. Also ich denke, also da muss man dann auch sagen, das ist absolut so. Das hat auch, ich weiß um das Bad Cop, Good Cop Spiel der Roten Bullen aus Leipzig oder der Rasenballer aus Leipzig, wie auch immer man fälschlicherweise sagen will. Ich weiß schon darum, aber muss ich auch sagen, Hasenhüttl hat das ja auch selber nach dem, also bei der Pressekonferenz ja auch gesagt, die Eintracht war die bessere Mannschaft. Sowieso Hasenhüttl, wie gesagt, hat sehr, sehr moderat geantwortet, fand ich für mich sogar echt noch im Rahmen, fast muss ich ein bisschen den Hut ziehen, hat das auch selber eingesehen. Aber die Eintracht war auch einfach an dem Abend einfach die fast unschlagbare Mannschaft, das muss man so sagen, die sich ein bisschen in den Rausch gespielt hat und auch am Ende einfach nichts mehr hat anbrennen lassen. Was man auch sagen muss, was nicht selbstverständlich ist, nachdem wir dürfen nicht vergessen, wie oft wir schon gezittert haben und das Gefühl haben, die Eintracht verbaselt das noch. An dem Tag hatte man das nicht. Also die Mannschaft hat das irgendwie auch nach außen getragen, dass man, natürlich hatte man Angst und hat gezittert, aber irgendwie war das dann zwischendrin doch klar, dass sie das durchziehen und dass sie eher noch das 3-1 machen, weil es gab ein paar gute Halbchancen auch noch. Die wurden nicht zu Ende gespielt, aber es gab eine Szene, wo Rebic den Ball links außen auf Allaire spielt und das, ja, Allaire nimmt den Ball auch einigermaßen gut an, aber das war halt auch saugut verteidigt. Von Leimer war es, glaube ich. Ja. Das passiert. Ja. Meine Güte. Ja. Und wir haben das Spiel gewonnen und ich bin froh, dass wir so detailliert das Spiel gesprochen haben, damit mir der Weitblick jetzt gerade fehlt, um komplett auszurasten, weil wir gesagt haben letzte Woche, ey Leute, stellt euch mal bitte vor, wir gewinnen das Ding auch. Jetzt haben wir das auch noch gewonnen. Und ich weiß langsam nicht mehr genau. Ich habe auch vergessen, eingangs zu sagen, René, Glückwunsch zu 8 Jahren Eintracht-Podcast. Und passend zu diesem Jubiläum hat die Eintracht auch noch 8 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Europapokalplatz. Ja. Und das macht selbst mir größten Pessimisten sehr, sehr schwer, nicht ein oder anderen Gedanken daran zu verschwenden, wo der Marvin und ich uns das ein oder andere Hotelzimmer buchen müssen. Ja, auf jeden Fall. Naja, ja, es ist jetzt halt schon mal eine ganz andere Geschichte. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir zu Hause gewonnen haben, wir haben jetzt halt eben auch gegen eine Mannschaft gewonnen, die quasi mit uns zusammen um Plätze da oben kämpft und so langsam muss man sich noch mehr oder das heißt langsam, man fühlt sich noch mehr wie Basti wahrscheinlich schon seit Tagen. Man weiß nicht so richtig, in welche Richtung man da jetzt irgendwie so ausschlagen soll. Das wirst du auch nicht, das wirst nee, du jetzt auch nicht. Das wird nicht besser werden jetzt mit den nächsten. Ich muss euch leider enttäuschen, das wird jetzt die brutalste, zwar noch positiv, aber das wird eine brutale Zeit jetzt. Das werden 2,5 Monate voll Psychoterror, weil du immer denkst, scheiße, du willst natürlich, jetzt bist du auch an der Position, die willst du jetzt auch nicht mehr verlieren. Du bist so nah dran an irgendwas. Jetzt ist natürlich geil, weil wir haben 39 Punkte, bei allem Respekt. Ich denke, wir brauchen hier nicht mehr über Abstieg zu reden. Ja? Also, herzlichen Glückwunsch, denke, ja. Ja, na gut, aber für mich ist das immer, wenn ich in die Saison gehe, ist für mich 40 Punkte. 40 Punkte ist die magische, genau. Und jetzt haben wir 39, ich gehe mal davon aus, die klauen sich selber noch die Punkte, der Drops ist gelutscht. Aber das ist doch mal geil. So, und das heißt, jetzt haben
haben wir andere Ziele und wir sind ziemlich nah dran, diese Ziele irgendwie doch in Reichweite zu bekommen. Natürlich ist es halt jetzt eine positive Art von Stress, aber wir machen uns jetzt jeden Tag Stress. Und wenn wir jetzt gegen Stuttgart, da zittern wir auch schon, was heißt zittern, aber dann sind wir auch schon, scheiße, jetzt musst du hier gegen Stuttgart, die sind auch wieder ein bisschen in Form und so. Ist alles scheiße schwierig, weil immer jetzt kannst du natürlich sagen, scheiße, nicht die Punkte verlieren, die anderen kommen, Dortmund wird immer besser. Ja, die haben dich jetzt als Zweiter ein bisschen natürlich, bist ja immer noch dran, nah dran, aber natürlich auch Red Bull kann wieder in eine bessere Phase kommen, ja. Mhm. Es ist alles unfassbar eng jetzt da, alles nach den Bayern, was natürlich ein bisschen absurd ist, dass wir eine mega brutale Saison spielen, eigentlich die beste Saison seit vielen Jahren und die Bayern haben trotzdem 20 Punkte Abstand. Das hat, glaube ich, der Bewe heute geschrieben. Ich weiß nicht, ob es der Bewe war. Mhm. Ja, und da musst du ja überlegen, wie absurd das eigentlich ist, ja. Aber trotzdem, Eintracht spielt eine gute Saison und jetzt kommt für uns der positive Stress, wo wir sagen, scheiße, jetzt müssen wir das gewinnen, das müsste eigentlich auch gewinnen und was macht jetzt eigentlich hier. Ja, du bist halt jetzt in der Situation, früher hättest du jetzt oder vor ein paar Wochen hättest du noch gesagt, naja, wenn wir mal ein Spiel nicht gewinnen, dann sind wir immer noch nicht irgendwie in großer Gefahr und jetzt ist halt der Punkt, wo du sagst, naja, wenn wir jetzt ein Spiel gewinnen, dann wird es halt schon einfach wieder so ein bisschen schwierig, weil das Feld da oben halt nach wie vor so eng ist, dass wenn du zwei Spiele in Folge verloren hast, du da oben quasi schon komplett raus sein kannst. Nein, eben nicht. Die Eintracht kann jetzt drei Spiele hintereinander verlieren. Und ist immer noch nicht aus den Europapokalrängen draußen. Das ist das, was mich so fertig macht. Und, nein, was dich richtig fertig macht, Basti, ist, dass es am Ende genauso kommen wird, wie du gesagt hast, nämlich, dass das entscheidende Spiel am letzten Spieltag gegen Schalke sein wird. Ja, aber die Frage ist, René, für was? Für was ist für das entscheidend? Für welche Platzierung meinst für du? Platz ja. sieben, ja. Für Platz 7 oder für Platz 4? Für Platz 4. Ja, okay, aber dann kannst du doch mit offener Hose dahin fahren. Was soll dir denn da passieren? Ja, also ich werde mit Sicherheit nicht in Tränen ausbrechen, aber ein Freund. Doch, wirst du. Wenn die Eintracht mal, ach, wir sind nur Fünfter geworden, Alter, da bin ich der Letzte. Ich rechne sowieso mit den anderen. Nein, du bist der Erste, Basti, du bist definitiv der Erste. Wollen wir, nein, also ich sag euch jetzt. Wollen wir wetten? Nein, Quatsch. Wir müssen uns jetzt auch mal ganz kurz unten halten. Diese Champions, es gibt noch drei Champions League-Plätze zu vergeben und da sind 5 Mannschaften in der Verlosung. Und die anderen 4 sind alle besser als wir. Und dass wir 2 von denen noch hinter uns lassen, das glaube ich nicht auf die Strecke jetzt. Das glaube ich nicht, damit rechne ich auch gar nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich alter Pessimist, kann mir schon vorstellen, dass die Eintracht schafft, Augsburg, Hannover, Gladbach und so auf Distanz zu halten, um am Ende mindestens 7. zu werden. Und dieser 7. Platz wird für Europa reichen, weil oder wenn er nicht reicht, dann haben wir den Pokal gewonnen. Also so ist es. Kann mir schon mittlerweile, und ich gebe es offen zu, ich kann mir mittlerweile auch realistisch vorstellen, dass die Eintracht in die Euroleague einzieht. Wir haben übrigens zu dem Thema, und damit würde ich jetzt so mal kurz von dem Spielerischen noch einen, bevor wir zu den Fanprotesten kommen, so eine kleine Zwischenausfahrt nehmen. Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen von Karim, die jetzt an der Stelle eigentlich ganz gut passt. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen, und zwar, ob wir nicht sogar zwingend international spielen müssen, um diesen qualitativ hochwertigen und breiten Kader mit diesen vielen Mehrfachbesetzungen überhaupt halten zu können. Weil wenn wir nur, so seine These, wenn wir nur Bundesliga spielen, dann fehlen uns so ein bisschen die Argumente gegenüber den Spielern. Das wird so oder so kommen. Ja. Also Dennis, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, Marvin, ich denke, wir schlagen da ins selbe Horn oder blasen ins selbe Horn, heißt es, meine ich. Das aber Problem selbe Horn schlagen ist auch gut, ja. Solange er nicht Problem den Horn an der schlagt. Nein, das Problem an der Sache wird sein, natürlich die Qualität haben, werden wir aber wahrscheinlich auch mit einer Europa League-Teilnahme nicht unbedingt davon überzeugen können. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Spieler, die wir momentan haben und dieser Kader, wir haben ja ein offenes Zeichen auch gesetzt. Wir haben eigentlich im Winter nicht nochmal ordentlich Geld in die Hand genommen, um entsprechende hohe Ansprüche wie Champions League etc. mit einer höheren Wahrscheinlichkeit noch zu erreichen, sondern ich glaube, wir haben schon auch von der Planung her, es passt alles. Ich denke aber, einen Spitzenspieler, der bei uns wirklich hier reingeknallt hat, der wirklich dann von Clubs umworben wird, die ganz andere Gehälter und auch ganz andere Voraussetzungen haben, da können wir auch mit einem Europa-League-Platz nicht nicht mitreden. Das heißt, wir sind eh weg. In den Champions League. Wir leben für den Moment. Ich glaube, die eben, Leute, ja, finde ich das auch. Ist, es ist das hier und jetzt. Kommen.
Ja, genau. Und aber jeder von den Spielern weiß aber auch, dass da vielleicht gerade was passiert. Dass da vielleicht gerade ein bisschen Magie zusammengekommen ist mit den einzelnen Spielern, dass die ganz gut harmonieren, wo unglaublich wichtig Jerome Boateng ist. Meine ich so, Jerome, der kommt da nächste Saison zu uns. Ich meinte den Kevin Prince Boateng. Ja, wo Kevin Prince einfach so wichtig für dieses gesamte Mannschaftskonstrukt ist, wo du merkst, dass er halt auch in Wolf eigentlich immer wieder mitzieht. Ich werde gleich nach noch ein paar andere kleine Punkte nennen, wo mir das aufgefallen ist. Aber ich glaube, die Mannschaft merkt schon, dass egal was nächste Saison ist, in dieser Saison kann hier irgendwas passieren. Und scheiß drauf, wenn die dann nächste Saison irgendwie alle 5 Millionen Angebote bekommt, das ist möglich. Aber darum geht's nicht. Es geht nur ums Hier und Jetzt. Und wenn wir, egal welche Position wir, ob wir jetzt Vierter oder Siebter werden, wir sind trotzdem einigermaßen safe und wir müssen immer den gleichen Ablauf fahren. Wir müssen so gut wie möglich scouten, damit wir so günstig wie möglich die besten Spieler haben, um den besten Kader mit einem geringen Etat zu haben. Relativ. Es kostet ja trotzdem alles viel Geld. Das wird aber immer unser Spiel bleiben. Aber momentan ist es gut zusammengewürfelt. Und ich finde, es kommt ja vielleicht gerade auch gar nicht dann auf die Spieler einzeln an sich an, klar auf die Säulen, aber hast natürlich auch anderen Talenten gegenüber gute Argumente, wenn du so eine Saison spielst und aufzeigen kannst, ja, du kannst ja diese Saison sogar nicht nur ein oder zwei aufzeigen, sondern fast die ganze Mannschaft. Hier, wenn du herkommst, kannst du dich weiterentwickeln. Du kannst weiterentwickeln. Ja, das stimmt. Und ich will trotzdem, ganze kurze Seitenbemerkung, Abraham, ähnliche Mascarell, Verletzungen zurückkommen, wieder direkt der Chef. Ja. Der zum Beispiel bleibt uns erhalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist eine Säule, die bleibt uns erhalten. Ich denke, dass uns Salcedo auch erhalten bleibt. Der Prince wird bleiben. Hm. Ich glaube, der Prince ist nicht in dem Alter, wo er sagt, okay, ich gehe jetzt nochmal irgendwo anders hin, der hat auch lange Vertrag. Ich glaube auch, dass Wolf bleiben wird. Und dass Fabian noch nicht früh genug zurückgekommen ist, dass er jetzt gehen wird. Das heißt, die Verkaufskandidaten sind für mich Alea, Gacinovic, eventuell Rebic, wenn er jetzt so weitermacht. Radetzky sowieso und dann vielleicht der eine oder andere aus der zweiten Reihe, aber da ist so ein gewisser, zumindest, ich will es mal jetzt komisch ausdrücken, der spirituelle Stamm bleibt trotzdem zusammen, glaube ich. Ich glaube schon, und da kommen halt vielleicht andere dazu, die Lücken dann vielleicht füllen werden, aber wie der Marvin es gesagt hat, Leute, wenn wir es jetzt nicht genießen, werden wir es nie mehr genießen, weil so geil, wie es jetzt gerade alles ist, alles, auch drumherum, und Pokal-Halbfinale, wieder die Chance auf Berlin. Das wird wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen, deswegen müssen wir das jetzt mit allen Löffeln, die wir in der Tasche haben, essen. Dieser Löffelvergleich verwirrt mich gerade nachhaltig. Okay, gut. Dann haben wir, glaube ich, die Frage von Karim da auch sehr ausführlich behandelt. Wir leben für das Hier und Jetzt und jetzt sprechen wir über das Gestern und über Trillerpfeifen, fliegende Tennisbälle und Banner im Innenraum. Es war ja im Vorfeld angekündigt, dass es einiges an Protest geben wird. Und den gab es ja dann auch in unterschiedlichster, aber auch, wie ich fand, sehr kreativer Form. Es hat ja angefangen mit dem Schweigen, beziehungsweise dann auch relativ zügig dem Pfeifen und dann auch dem Ausrollen von Spruchbändern im Innenraum, wo ja dann nochmal zusätzlich Fans reingelassen wurden, die diese Spruchbänder da aufhängen durften und damit den Anpfiff gewollt natürlich verzögert haben. Und da muss ich mich schon ziemlich, und da nehme ich so ein bisschen die Dummschwätzer-Geschichte raus, meinen neuen Lieblingsmoderator oder Kommentator, den Herrn Hagemann, da direkt aufführen, der das Ding moderiert hat, als wenn irgendwie gerade eben jemand ein kleines Kind über dem Feuer rösten würde. Also es war sowas von fand großartig. Ich gar nicht. Ich fand, am Anfang hat er das doch einigermaßen relativiert. Er hat doch gesagt, man muss auch mal sagen, dass alles friedlich geblieben ist. Also da fand ich nicht so schlimm jetzt. Ich habe es mir heute nochmal angeschaut. Gut, aber vielleicht. Ja, also ich fand das schon so, wegen, da müssen wir aufpassen und gefährlich. Da war schon viel Polemik drin, fand ich in dem Ding. Aber gut. Ja, ist schade, weil Marco Hagemann ja noch einer der wirklich besseren ist, muss man sagen. Ja, also ich finde ihn sonst immer ja ziemlich gut, aber ich war im Stadion. Du warst nicht. Ja, genau. Also ich vielleicht ist es auch eher so meine subjektive Wahrnehmung in dem Moment. Ich habe es aber jetzt schon öfter gelesen. Also war jetzt schon sehr. Ja, ich meine, klar, dass der im Stadion die Ansage nochmal kommen muss, vielleicht hat nicht jeder mitbekommen, was da jetzt irgendwie ist und ich weiß nicht, wie die Informationen da im Vorfeld verteilt worden sind. Ich hatte Fotos gesehen von
Hinweisschildern und Zetteln, die verteilt worden sind, wo das ja alles auch so zum gewissen Grad, glaube ich, auch mit drauf stand. Da musste die Ansage nochmal irgendwie machen, aber ich fand schon, dass das im Fernsehen da nochmal zusätzlich hochsterilisiert worden ist. Aber so vom Ablauf her, eben Tore werden geöffnet, was man auch dazu sagen muss, was, auch wenn sich da jetzt der eine oder andere beschwert darüber, aber es war aus meiner Sicht der richtige Weg, weil es war angemeldet, es war klar, es wird einen Protest geben. Und warum sollst du die Tore da jetzt nicht aufmachen, ja? Da stehen halt Menschen vor Menschen, mein Gott. Also das passiert ja tagtäglich mehrere hundert Mal, ja? Ja, aber man muss trotzdem auch mal sagen, dass ich glaube, dass nicht viele Bundesliga-Vereine die Tore aufgemacht hätten das, und ja. eben jene Szenen, die dann entstehen, in Kauf genommen hätten. Ich muss sagen, das passt insgesamt, was gerade los ist. Ich finde, wie das gemacht wurde von allen Seiten, um das jetzt mal grob zusammengefasst, es ist überragend gewesen. Du hast A, diesen Protest gehabt, aber die Eintracht hat die Fans auch ins Boot geholt und hat sie nicht als Krawallmacher abgetan, sondern hat gesagt, Leute, ihr kriegt klare Grenzen, ihr habt uns gesagt, was ihr macht, das passt uns vielleicht nicht. Helmer hat das Dulden genannt, glaube ich. Ja, und genau. Die Leute haben sich aber dran gehalten und trotzdem ist die Botschaft angekommen. Also ich habe keine einzige hässliche Szene gesehen. Nee, also das ist halt genau der Punkt. Also das ist aber auch ein ganz markanter Punkt. Die Tatsache, dass die Leute in den Innenraum gekommen sind, natürlich ist es für den Fan, der schon mal negative Bilder gesehen hat, die sich ähnlich da abspielen. Natürlich gibt es da gewisse Präpositionen, wo du sagst, naja gut, okay, was passiert hier jetzt? Ne? Und natürlich gibt es dann den einen oder anderen, oh, ob die wieder zurückgehen, ja, oder ob die jetzt da bleiben und so weiter und so fort. Aber da muss man halt auch sagen, dass der Verein wunderbar mit den Fans wahrscheinlich aber auch schon echt lange im Voraus kommuniziert hat. Denn all die Dinge, die da sich abgespielt haben, waren nicht komplett spontan. Du öffnest nicht ganz spontan die Tore, dass dann Leute hingehen. War's und dann hat die Staubsauger ja auch, da plötzlich. Genau, das ist genau chronologisch, ist nett, genau, kommen wir nämlich auch noch dazu. Genau, aber weißt du, dass sowas dann passiert, dann wird dem einen 10 Minuten, wenn der 10 Minuten eingeräumt, dass die halt endlich ihren Banner da ausrollen, hat ja dann auch noch ein bisschen länger gedauert, weil der eine es irgendwie nicht so wirklich gut hinbekommen hat. Naja, es war aber auch ein großer Banner insofern. Und dann aber wird dann die Werbung auch noch ausgeblendet, ausgemacht, damit es möglich genau. gemacht wird. Also das sind alles so Punkte. Aber das zeigt, wie der Basti eben schon gemeint hat, zum einen das Vertrauen der Fans in den Verein, aber auch das Vertrauen des Vereins in die Fans, dass eine Gegenseitigkeitsbeziehung hergestellt wird, die sagt, wir erlauben euch den Protest, egal wie wir dazu stehen. Und das und ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst uns das zurückzahlen, indem ihr dann wieder gesittet dann wieder zurückgeht und so war's. Und das war, glaube ich, der größte Punkt der Einigkeit, den du innerhalb der Frankfurter Szene von also Fans und Verein seit langer, langer Zeit gesehen hast. Denn das, ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das nicht überbewerten, aber ich glaube, das hat viele Wogen geglättet und auch viele Wunden ein wenig geheilt, weil wir haben uns schon alle schon in vielen schwierigen Situationen gesehen, Platzsturm und so weiter und so fort. Ja. Aber das jetzt, dieser Vertrauensbeweis nach diesen ganzen harten Worten in den vielen Jahren, in denen es nicht so lief, das hat jetzt schon viel wieder gut gemacht, muss ich sagen. Also für mich halt ganz wichtig, was du gerade eben gesagt hast, der Punkt mit dem, wir erlauben den Protest, weil es auch ist ja schon... Auch wenn wir nicht gut finden, das halt, finde ich den halt, wichtigsten halt, Nebensatz. Genau, Hellmann hat ja nochmal ausdrücklich gesagt, dass wir haben dass nicht genehmigt, habe. Aber genau. Wir haben Dinge geduldet. Das muss aber auch gesagt werden, weil der DFB ermittelt ja jetzt gegen die Eintracht, was da los ist und wie die zu bestrafen sind für diese, wohl am Anfang hieß es ja, die Sachen wurden mit den Fans besprochen und genehmigt. Das mussten sie jetzt ordentlich auch öffentlich zurückrudern, dass da eben nicht gesagt wird, okay, dafür gibt es jetzt aber eine massive Strafe vom DFB. Wie absurd das eigentlich ist, wenn ein Verein etwas nicht genehmigen darf, bei allem fucking Respekt, damit schießt der DFB sich nur ein weiteres Eigentor. Denn was passiert hier gerade? Die Einigkeit zwischen den Fans und diesem Verein Eintracht Frankfurt ist gerade so eng wie nie. Das heißt, da entstehen Synergien, das heißt, diese rebellische Kultur, wir gegen den DFB, DFL, der ist ja noch krasser da als jemals zuvor. Also was heißt als jemals zuvor, aber als in den letzten Jahren zuvor. Plötzlich merken die Fans, ja, da steht wirklich jemand hinter uns und das ist unser fucking Verein. Und die Fans und die Spieler auch, wenn du gemerkt hast, was Chandler und so weiter so zu sagen haben. So, das heißt, der DFB sollte nicht so blöd sein und sagen, er macht jetzt 400.000 Euro Strafe gegen die Eintracht,
Das wirkt sich nicht positiv aus, auch im Außenimage. Aber für die Eintracht als Verein ist dieses Statement natürlich mega geil gewesen. Denn wie bekommst du so viel Glaubwürdigkeit bei den eigenen Fans, als mit so einer Aktion, in der du das offiziell duldest? Aber es ist ja auch, aber es ist doch auch richtig. Ja, weil auch wenn du sagst als Verein, okay, wir haben damals, als es eben über diese Entscheidung ging, Montagsspiele ja oder nein, nicht dagegen gestimmt, aber trotzdem gestehen wir euch zu, dass ihr eine andere Meinung habt und dass ihr das auf eine gewisse Art und Weise kundtun wollt, ohne dass ihr jetzt irgendwie hier das Stadion in Brand steckt. Also das ist, hast du doch an ganz vielen anderen Stellen auch, dass es halt einfach möglich ist, solche Dinge zu tun. Das hast du im normalen Arbeitsleben, wenn du guckst, wie Arbeitgeber und Gewerkschaften miteinander umgehen, doch genauso. Da wird auch geduldet, dass es halt eben Streiks oder irgendwas gibt. Und nichts anderes war das gestern auch. Man hat versucht, diesen Betriebsablauf maximal zu stören. Ja, aber du, aber Mikrokosmos Fußball, genau. In dem Mikrokosmos Fußball ist das eben nicht selbstverständlich. Genau. Ja, aber sie wollen sich als großes internationales Unternehmen verkaufen, dann müssen sie halt auch so handeln wie andere große Unternehmen. Ja, aber das ist doch total abstrakt und absurd. Also DFB und DFL sind doch kein total demokratisches Unternehmen, ja, was jetzt hier, was hier totale Durchlässigkeit im Normalfall hat. Nee, genau, also das ist es nämlich. Ich finde von der Eintracht das sehr, sehr mutig, weil die Eintracht wird mit Sicherheit einen auf den Deckel kriegen. Weil, denke ich auch. Ich sage ja auch nichts anderes. Es ist mutig von der Eintracht und es ist falsch vom DFB, wenn man sich halt eben als so international wichtig sieht, diese Dinge nicht zu akzeptieren, weil es gehört halt einfach dazu. Ja, aber sorry, die haben es nicht mal akzeptiert, dass irgendwelche Tibet-Fahnen aufgehängt wurden. Ja, also, genau. Aber also, dass da wir reden, ich finde, ich befürchte, da kommt was vom DFB. An welcher Situation auch immer, die werden das gucken. Ich glaube, ich finde wichtig, was du gesagt hast, René, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber es ist in dieser Form alles andere als selbstverständlich. Also, dass die der Ablauf wird ja trotzdem so gewesen sein, dass die Fans die Eintracht informiert haben, gesagt, ey, so sieht's aus. Dann wird man vielleicht eventuell den Fans auch das ein oder andere ausgeredet haben, zu sagen, ey, wir müssen. Aber es wurde endlich mal mit offenen Karten gespielt. Es ist nicht gegeneinander gearbeitet worden. Die Eintracht hat mit Sicherheit auch zu verstehen gegeben, ey Leute, bis dahin können wir es probieren und nicht weiter, weil das wird sonst krasse Konsequenzen haben am Ende, werden uns die drei Punkte abgezogen und oder. Dann aber ist man dann trotzdem auf den Weg gekommen. Ja. Der für beide Seiten zu ertragen ist. Und das fand ich unfassbar gut, weil ich am Anfang auch nicht genau wusste, was ich von der ganzen Sache halten soll. Und das ist übrigens auch gut angekommen. Also diese ganzen Alfred Draxlers mussten ja wahrscheinlich ihre 48.000 Artikel, die sie im Halbsuff geschrieben haben, alle wieder zerknüllen, weil da ja nicht viel passiert ist, was man skandalisieren kann. Und im Gegenteil, man kann auch zeigen, Leute, wenn ihr mit den Ultras mal redet, vielleicht sind die jetzt nicht ganz so böse. Vielleicht wollten die einfach nur sagen, ey Leute, wir haben keinen Bock auf die Scheiße hier, aber wir können euch das auch zeigen, wenn ihr uns lasst, ohne dass wir hier das Stadion anzünden. Und das finde ich, das hat ganz vielen Leuten ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, die sich wahrscheinlich schon erhofft haben, dass es hier die schlimme Jagdszenen gibt und die Ultras klettern über den Zaun und Platzsturm, das Spiel kann nicht angepfiffen werden und Backsteine fliegen aus dem Block und was weiß ich, was schon alles überhöht wurde und so. Aber es gibt ja die krudesten Stories von irgendwelchen Aufstiegsfeiern von Carl Zeiss Jena, wo nichts passiert ist, wo am Ende in der Zeitung steht, Gewalthorden ziehen durch die Stadt, wo du die Bewohner gefragt hast am Ende, ja, die haben ja hier gefeiert. Und solche Sachen hätten uns auch bevorgestanden. Und ich kann es nicht oft genug betonen. Ich glaube nicht, dass die Eintracht einverstanden damit war. Aber die Eintracht hat, wie du es gesagt hast, wie das in der Demokratie auch sein sollte. Okay, wir erlauben euch den Protest, auch wenn wir vielleicht natürlich, weil wir es natürlich auch mit zu verantworten haben, die andere darf sich da auch nicht jetzt hier so ein bisschen rausschleichen, aber wir finden es nicht gut und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen Stress kriegen, aber bevor es eskaliert, werden wir euch diesen Weg geben, egal wie wir das finden. Und aber ich glaube, dass es mit dem Dulden, ich glaube nicht, dass das nur ein juristischer Begriff war. Ich glaube nicht, dass die Eintracht-Verantwortlichen einen riesen Bock auf diesen Protest haben. Aber sie haben es ausgehalten und wir haben eine Einheit nach außen gezeigt. Auch die Fansorganisation untereinander, Ultras, Nordwestkurve, die Fan- und Förderabteilung. Gemeinsames Statement, gemeinsames Handeln. Der Verein war auch dabei, der Marvin hat es angesprochen hier, was auf dem Videobüffel war. Selbst der Johnny, der die Tormusik einspielt. Wir haben es deutlich gemacht, was wir wollen. Es ist niemand zu Schaden gekommen, außer Ilsanker, der sich erfroren hat. Aber kommen wir gleich nochmal zu, ja. Fand ich das ein überragendes Statement, dass der Montag Haram ist. Grüße. Das ist ja ein sehr guter Punkt, den du jetzt nochmal ansprichst, denn da kommen wir ja zum kreativen Protest. Ich hätte noch, bevor du da kommst, ich hätte noch zwei Dinge, bevor ich sie wieder
vergesse das, den einen Punkt habe ich jetzt schon vergessen. Und der andere, ich kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt sagt der DFB ermittelt da jetzt, dass die das vorher nicht auch gewusst haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, weil Leipzig ja auch informiert war, dass es eben diese Proteste gibt und dass es, also die sollen ja nach dem, was ich gelesen habe, die gleichen Informationen gehabt haben wie die Eintracht auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht irgendeiner von Leipzig zum DFB vorher gerannt ist und Mimimi gemacht hat. Also die haben das vorher gewusst. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das wissen wir aber nicht. Also kann sein, aber das wissen wir nicht. Aber dann ist es ja noch schwachsinniger, dann eine Untersuchung anzustellen. Aber ganz ehrlich, lasst uns darauf zukommen. Wir wissen nicht genau, was da ist. Ich fand es cool von Kovac, dass er halt gesagt hat, dass er zu den Fans ja auch gemeint hat, er will eine Gleichheit herstellen. Das heißt, die Informationen, die Eintracht bekommen hat, wurde auch weitergegeben zu Rasenball Leipzig, damit die eine Gleichheit haben, damit die faire Wettkampfbedingungen haben. Das fand ich auch echt gut. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Genau, aber jetzt Kreativität, das war ja nicht nur eben diese Banner-Aktion vor dem Spiel, sondern es war ja generell eine Vielzahl von kreativsten Bannern, die geschrieben worden sind, von irgendwie Montags hat selbst mein Friseur frei, bis von wegen Montag geht nicht, da spielt schon Köln in der zweiten Liga, also da war ja irgendwie alles mit dabei. Ja. Mein absolutes Lieblingsplakat, Moseleck statt Montagsdreck. Da musste ich an Basti denken, ja. Grüße. Nee, es waren so, so viele geile Plakate. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Also natürlich war für mich das Wrestling-Plakat eines der Highlights, ne? Das ist ganz klar. Das war ja, stimmt auch. Ja. Ja. Also das war schon sehr, sehr fein. Es gab so viele andere. Also auch so lustig. Ein Plakat war auch. Montags ist Saunatag, Saunaclub-Tag oder irgend sowas. Freibier im Saunaclub, genau. Oder Brust und Bizeps, Montags Brust und Bizeps-Tag. Genau, oder wie gesagt, halt Breitensport fördern, der Montag gehört den Wrestlern, einfach mega geil, sehr, sehr lustig. Und ich meine, aber das ist halt auch die Eintracht. Und da setzen sich irgendwelche Leute hin und überlegen sich lustige Sprüche, um nicht nur rein aggressiv ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen, sondern auch in kreativer Art und Weise. Und meine Güte, da waren 60 Spruchbänder oder 50 und die waren alle irgendwie mehr oder weniger lustig. Und das finde ich, das ist doch Fanszene, liebe Leute. Das ist das, was wir geil finden, wenn wir ins Stadion gehen, auch wenn die Mannschaft mal nicht Rebic heißt und nicht alle da vorne steht, sondern auch wenn es in der zweiten Liga mit Thomas Zambach ist oder so. Das ist geil. Ja, ich finde das auch. Ich finde das... Das gibt mir trotzdem auch noch Gänsehaut jetzt, dass diese Mannschaft, der Verein, die Fans, die Verantwortlichen, das macht einen irgendwie trotzdem stolz, mit dieser Stadt auch. Wir hatten das ähnliche Gefühl beim Pokalfinale, wo das Gefühl, dass die ganze Stadt ist angezündet. Ich habe das Gefühl, die sind gerade wieder angezündet, aber auf einer längeren, heißeren Flamme. Also wir laufen gerade mit so einem olympischen Feuer hier rum und nicht mit einem Flammenwerfer. Hallo? Ja, alles noch gut. Hat einer Hallo geschrien gerade? Ja. Kurz. Das ist so ein bisschen... Das hat auch wieder Protest auch so eine grenzschmutzige Weise, wie die Spielweise der Eintracht wieder Protest, wie die Stadt auch ist, wie die Bewohner dieser Stadt sind. Aber das ist einfach geil. Das ist geil. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich dazu sagen soll teilweise. Diese Verwirrung, die man hat, weil man immer ein bisschen immer diese latente Angst hat. Aber man kann, das schließt an diese AfD-Nummer auch an, das zieht sich jetzt durch ein paar Wochen, diese Eintracht ist einfach geil. In allen Belangen, die da sind. Also das ist, wie der Marvin es gesagt hat, auch die Fanszene, das ist eben nicht nur Huhn, so ein DFB, wie pfeifen diese Spiele nicht an und so. Nein, da ist auch was Kreatives und du merkst auch, dass jedes Spruchband ja so ein bisschen anders ist. Das zeigt auch die Unterschiedlichkeit in der Fanszene, auch wo überall die Plakate waren, dass es eben nicht nur bei den Ultras war, sondern sie über das ganze Stadion verteilt war und auf verschiedenste Humorschienen. Also das ist doch... Ja, wenn man das in Kombination noch mit den Tennisbällen bringt, hat man, glaube ich, seinem Protest Ausdruck verliehen, ohne, und das ist der wichtigste Punkt, ohne den Scharfmachern, die da schon gelauert haben, die Möglichkeit zu geben, die Diskussion wegzulenken vom eigentlichen Thema. Das passiert ja ziemlich oft. Protestierst gegen was, dann kloppen sich drei Leute und dann redet keiner mehr über das Thema, sondern über die drei Leute, die sich gekloppt haben. Ja. War hier nicht. Also, ist auch eine gewisse Lernfähigkeit scheinbar da. Und ich hoffe, dass man sich das beibehält, weil ich finde es ein wichtiges Zeichen, nicht nur für Frankfurt, sondern für den deutschen Fußball zu sagen, ey, 5 Montagsspiele sind jetzt da, werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr loswerden, ihr habt es beschlossen.
auch die Vereinsverantwortlichen, unsere auch, haben es mit durchgehen lassen. Mit durchgehen lassen, genau. Ja, also, aber einfach trotzdem zu sagen, okay, wahrscheinlich werden wir die jetzt erstmal nicht mehr wegkriegen bis 2021, solange wie der Vertrag gilt, aber kommt bitte nicht auf die Idee, dass das hier nur der Anfang ist, sondern das ist eher das Ende. Und das finde ich als Statement sehr, sehr wichtig, zu sagen, okay, die wird es wahrscheinlich nicht großartig interessieren, weil das wird auch ein bisschen vergessen sein, aber ich hoffe, gerade durch den Dortmunder Protest, der visuell durch diese Südtribüne vielleicht auch nochmal ein bisschen kraftvoller wird und eine andere Dimension annimmt, aber dass man weiß, okay, die Leute, die da ins Stadion gehen, die haben keinen Bock da drauf. Irgendjemanden da zu bespaßen, der da vorm Fernseher sitzt, weil es einfach auch blöd ist. Fertig. Es ist blöd direkt, da musst du direkt nach der Arbeit, dann kommst du um 1 Uhr nachts nach, sollst am nächsten Tag wieder arbeiten und hast nicht mal im Ansatz die Möglichkeit zu sagen, oh, so ein geil magisches Spiel kann ich jetzt noch mit ein paar Bier mit meinen Freunden ausklingen lassen. Nee, geht gar nicht. Du kannst froh sein, wenn du überhaupt irgendwie noch pünktlich nach Hause kommst und am nächsten Tag nicht komplett am Arsch bist. Wollen wir nicht. Punkt aus, fertig. Und ich finde, das ist müsste eigentlich angekommen sein. Und was ich auch sagen muss, kam auch zumindest im Kicker habe ich einen guten Kommentar gelesen. Jetzt auch. Ja, hat einen guten Kommentar geschrieben. Ne? Genau, kam. Und bei ESPN hat der Herr Ürsfeld auch einen guten geschrieben, der so ein bisschen überregionaler noch macht, dass man sagt, okay, das ist angekommen auf friedliche Weise, aber die Botschaft ist klar. Zu sagen, okay, Leute, hier bis hierhin und nicht weiter bitte. Wir sind jetzt nicht ausgerastet und dann kann man diesen Protest, wenn er von einer breiteren Masse kommt, wie der Marvin es gesagt hat, mit den verschiedensten 60 Bruchbändern, kann man das auch nicht mehr so abtun, wie Draxler das im Vorfeld bei der Bild-Zeitung zum Beispiel probiert hat. Ja, die am lautesten schreien, haben nicht immer recht und damit meine ich ausdrücklich nicht den Uli Hoeneß, weil er gedacht hat, die einzigen Protestieren sind ein paar Chaoten vorne am Zorn. Nee, das passt auch dem Familienvater nicht, dass er dahin muss und noch schaffen muss. Also von das daher. Das muss man halt an der Stelle, wie du vorhin das auch schon gesagt hast, halt auch da nochmal anführen, dass einfach auch alle da zusammengehalten haben und es halt auch konsequent durchgezogen haben. Also die Variante mit Schweigen bei Eintracht-Ballbesitz und die Pfiffe mit den Drillerpfeifen bei Ballbesitz von den Leipzigern ist halt auch durchgehalten worden. Also zumindest soweit ich das am Fernseher wahrnehmen konnte. Es wird mit Sicherheit mal so den einen oder anderen Ausreißer da immer mal wieder geben, aber so im Gro ist das halt einfach auch komplett durchgezogen worden. Ja, und es gab vor allen Dingen innerhalb der Fans auch keinen Stress. Jetzt nicht mal, dass ich gesagt hätte, das ist ein bösartiger Stress, aber selbst wir wussten ja gar nicht, wie gehen wir mit der Situation um. Die Eintracht ist auf dem Champions-League-Flow, also die ist so wirklich in dieser Sphäre gerade drin und jetzt kommt der Protest zur Unzeit und manche haben ja gesagt, die finden es scheiße, dass protestiert wird, sie wollen lieber die Mannschaft unterstützen. Alles verschiedene Meinungen. Wir haben es ja letzte Sendung auch probiert, da kann man auch keine klare Meinung finden. Kann man nicht, ne. Und aber trotz dieser inneren Zerrissenheit von vielen hat es auch dort keinen Stress gegeben. Dass sich jetzt, keine Ahnung, die Fans gegenseitig angeschrien haben, wenn einer mal aufgesprungen ist, wenn ein guter Ballgewinn war oder so. Sondern es war einfach, Frankfurt hat geschlossen, hat gezeigt und Frankfurt ist einfach stabil geblieben. Also Frankfurt ist stabil geblieben und das tut mir sehr, sehr gut. Also wenn das nicht sportlich gerade reichen würde, setzen wir da echt außerhalb des Platzes auch noch gerade einen drauf und schießen und feiern uns damit auch, glaube ich, in viele Herzen über die Grenzen hinaus. Also ich finde, glaube schon, dass das in vielen Teilen der Republik gerade in der Bundesliga sehr gefeiert positiv, wird, ja. Was hier gerade auf allen Ebenen passiert. Und wollen wir uns nicht beschweren, gell? Mich würde jetzt mal noch interessieren, also ich habe, wie gesagt, das ja nur am Fernsehen wahrgenommen und fand da das Pfeifen schon sehr nervig. Irgendwann hat Eurosport dann diese Mikros dann halt einfach ein bisschen runtergeregelt. Aber wie sehr ging euch das denn dann da im Stadion auf den Nerv? Boah, das war brutal. Also bei allem Respekt, ich bin ja ein bisschen empfindlich, was es anbelangt. Ich habe das 20 Minuten dann so durchgestanden, habe dann aber gesagt, okay, weißt du, ich habe ein paar Taschentücher und die habe ich mir dann die Ohren gemacht. Dann ging es, dann war es kein Problem, aber ohne hätte es 90 Minuten für mich jetzt schon ein bisschen schwierig geworden, weil dann wäre ich rausgekommen und hätte danach irgendwie einen Tinnitus gehabt oder so, weil es schon eine ohrenbetäubende Lautstärke war und das spiegelt sich natürlich dann schon irgendwo auf dem Platz wieder. Also ich glaube schon, dass mir das nicht so einfach total irgendwie kalt, das wird lasst einen total nicht kalt. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja. Also es war schon eine krasse Lautstärke. Also natürlich, weil diese Trillerpfeifen natürlich auch einfach, ja, eine Wirkung haben. So ist es halt einfach. Wo habt ihr denn eigentlich die Trillerpfeifen dann bekommen? Lagen die auf dem Boden im Block oder wo habt ihr die?
Nee, die haben wir, nee, die lagen nicht auf dem Boden, die haben wir bekommen. Die haben wir bekommen, als wir reingegangen sind, also wurden ausgehändigt. Ah ja, okay. Mhm. Okay. Wird auch nicht jeder eine bekommen haben, wahrscheinlich, ja. Aber, ja, gut, aber zumindest mal ein Großteil wird es bekommen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da waren mir die Drillerpfeifen irgendwie lieber als das, was da angedacht war mit diesen Vuvuzelas. Ich glaube, das wäre noch fürchterlicher geworden. Keine Ahnung, wie ich das ausgedacht habe. Mit den Tennisbällen war auch ganz lustig. Genau, das war ja dann zum Natürlich Anfang auch, der zweiten Hälfte. Das war ja dann der nächste kreative Fanprotest, das Werfen von mehreren hundert Tennisbällen aus dem Fanblock. Auch da ja wieder geduldet von der Eintracht und einfach auch zugelassen, weil du ja dieses Netz da erstmal beiseite schaffen musst. Ja, war halt auch einfach das maximale Stören des Spielbetriebs, ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Sah schon irgendwie cool aus, wie diese Horden von Menschen mit diesen Laubbläsern und diesen Dingern da irgendwie hingegangen wären. Ich hätte es lustig gefunden, wenn auch einer in so einem Tenniskostüm da reingegangen wäre mit dem Schläger und versucht hätte, die Dinger in den Block zurückzujagen. Das hätte ich dem noch besonders lustig gemacht, aber sah schon sehr lustig aus. Ja. Es war auf jeden Fall eine lustige Aktion. Ich denke, es war auch ehrlich gesagt ja unproblematisch, ne? Also ich meine, am Anfang, gut, auch das war geduldet, um es mal so zu sagen, ja. Denn plötzlich kam dann hier wirklich, wie gesagt, den Laubbläser raus. Es war so geil, so ein paar echt Leute mit so einem Laubbläser. Was willst du jetzt mit diesem scheiß Laubbläser? Was machst du denn da jetzt mit diesen Bällen, ja? Ein paar schlauere Leute hatten dann so Dinger, wo du dann die Bälle dann gleich mit reinsaugen konntest, also so. Keine Ahnung, so Plastikdinger, ja. Also das schien mir ein wenig logischer, aber es war halt ein Gag und aber diese Leute, die das da sauber in Anführungsstrichen gemacht haben, die waren da total motiviert, die haben sich gefreut, dass die auf dem Feld waren und haben gejubelt und haben teilweise die Bälle wieder zurückgeworfen, dass es halt möglich war, dann nochmal die Bälle wieder aufs Spielfeld zu werfen. Das war halt einfach eine Gaudi, also die haben sich echt gefreut, das war total lustig und da waren alle unterschiedlichen möglichen Leute waren da dabei, also es war einfach. Es war 5 Minuten Spaß. Okay. Ja. Ja. Wir kommen ja später nochmal zum. Gab es zum Ende hin nochmal was? Das habe ich dann im Fernsehen nicht mehr ganz mitbekommen. Gab es da nochmal irgendwelche, außer den üblichen Fußballmafia-DFB-Rufen wahrscheinlich? Oder? Nee, also du meinst am Ende, nach dem Spiel gab es direkt nichts mehr. Naja, gut. Also der Schlusspfiff war Gänsehaut, ne? Also du hast ja dir kurz vor die letzten paar Minuten, als Red Bull dann wieder Ball hatte, hast du ja nur gepfiffen und hat brutal, dass die keinen Raum mehr bekommen, dass die kein Land mehr sehen. Dann wurde aber auch die Eintracht wieder befeuert und angefeuert, als der eine oder andere auch wirklich smart dann an die Eckfahne gegangen ist, dann hier das Spiel so gemacht hat, damit es auch ja keinen Gegenangriff mehr gibt und so weiter und so fort. Das wurde dann auch befeuert und dann der durchbrandende Jubel nach dem Schlusspfiff. Also da war alles aber nur noch positiv. Ja. Okay. Mhm. Ja, damit ist das Spiel dann, glaube ich, in vollem Umfang behandelt, sowohl das Sportliche als auch das mit den Protesten. Man muss allerdings an der Stelle noch erwähnen, dass es ja noch zwei unschöne Geschichten gab. Einmal Hintergrund drückt. Ja. Denn was wirklich alles andere komplett, wie Basti sagt, in den Hintergrund rückt und eigentlich auch, wenn man mal realistisch ist, das Ganze wirklich auch nochmal in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Einmal eben der Fan, der vom Zaun gefallen ist und sich verletzt hat. Und zum anderen eben der Fan, der leider eine Herzattacke im Block bekommen hat in den Schlussminuten und dann leider auch die Rettungssanitäter da nichts mehr machen konnten. Das ist tragisch und sehr viel Beileid auch an die Familie. Aber was jetzt im Nachgang da zum Teil passiert ist, das in irgendwelche kruden Zusammenhänge zu bringen und da irgendwelche Dinge in sozialen Medien zu verteilen, sowas macht man nicht, egal wo man hingehört, egal wo man herkommt. Das ist ein Mensch und da sind jetzt Menschen, die trauern und das jetzt in irgendwelche Zusammenhänge bringen. Also das gehört sich nicht, egal in welcher Situation man gerade ist. Dazu kann ich nichts sagen, sonst wird es hier justiziabel.
Ich glaube, dazu kann man auch nichts sagen. Und wie gesagt, Beileid an die Familie und Ich würde nur sagen, ich fand, auch hier haben die Fans gut reagiert, als der eine da runtergefallen ist. Ich habe das erst mitbekommen, als dann wirklich Stein, glaube ich, der gesagt hat, hier Leute, hört mal auf, passt mal auf, da ist halt jemand runtergefallen und so, da ist, glaube ich, einer vom Zaun gefallen. Und dann wurde ja dann auch wurden auch die Gesänge eingestellt, ne? Und das fand ich aber auch cool, dass die Fans dann auch dementsprechend gleich reagiert haben. Schon der Fokus dann darauf ging, dass es der Person, die da runtergefallen ist, dass die schnell Hilfe bekommt, dass aber auch keiner mehr guckt. Da wurde schnell das Banner dazu verwandt, das lange ausgerollte vor dem Spiel, wurde dazu verwandt abzudecken, damit es keine Fotoaufnahmen gibt, damit es keine Schaulustigen irgendwelche Fotos machen, die sie dann irgendwo hinstellen können. Also das war einfach smart, das war smart gemacht und da hast du gleich wieder diesen fast familiären Gedanken, oh scheiße, jetzt müssen wir an den denken und so weiter und so fort. Danach gab es ja dann auch keine offiziellen Jubelstürme mehr und so. Fand ich dann aber auch zum Beispiel gut, das hat auch die Fans so ein bisschen, die Spieler so ein bisschen mitgenommen. Du hast gemerkt, dass Barkok irgendwie schon interessiert war, so scheiße, was da jetzt passiert. Sowieso Barkok, der auch in der Halbzeitpause sehr mit den Fans interagiert hat, war auch einer derjenigen, der die Tennisbälle immer wieder reingeworfen hat, damit es nochmal geschmissen werden konnten. Also sehr lustig, man merkt auch hier, da ist die Bindung einfach da und den hat das aber auch ein bisschen mitgenommen und dann Boateng hat sich gedacht, was machen wir denn jetzt? War eine komische Situation, weil die wollten ja eigentlich mit den Fans jubeln und dann hat Boateng seine Spieler genommen, hat gesagt, komm hier Leute, gehen wir zu den Fans und klatschen die ab und so weiter, weil es war ja eine geile Sache, keine Ahnung, was er da genau gesagt hat, aber du hast gemerkt, komm, der nimmt die jetzt mit und schiebt die nochmal so zu den Fans, dass da auch nochmal diese Verbindung da war. Auch ihr nochmal sehr gut reagiert, das sind so die kleinen Momente, wo man halt merkt, dass Boateng auch wirklich bemüht ist, diesen Schulterschluss immer wieder zu suchen. Ja, aber das zeigt halt noch viel mehr als das, was wir ja schon, ich glaube, das eine oder andere Mal jetzt heute sehr deutlich gesagt haben, dieser Zusammenhalt zwischen Verein, Fans und Spielern, es ist halt einfach eine große Familie und man achtet gegenseitig aufeinander und es ist nicht so, wie es von außen in vielen Fällen einfach dargestellt wird. Und es ist auch nicht selbstverständlich, siehe Köln. Also es ist, da gibt es Vereine, wo da viel mehr gegeneinander gearbeitet wird. Und das muss man auch mal, muss man auch die Eintracht loben. Nicht, die Ultras sind mit Sicherheit auch nicht die einfachste Fanszene, die du als Verein haben kannst. Nee. Ja, die genau. Können die geilsten sein, aber die können auch die schwierigsten sein. Und dass man da jetzt gerade so ein bisschen, ja, zumindest momentan, weil wir wissen wahrscheinlich, irgendwann wird wieder was passieren, was keinem irgendwie gefällt. Aber gut, ist vielleicht manchmal so, das Leben ist nicht immer gerade. Aber zumindest kann man ja jetzt im Moment so benennen. Momentan ist echt vieles gut. Ja. Genau. So, jetzt müssen wir aber mal wieder auf Spielbetrieb gucken und zwar nach vorne. Das werden wir jetzt aber mit Blick auf die Uhr und weil wir noch ein paar Dummschwätzer haben, glaube ich, ein bisschen kürzer abhandeln. Wir spielen gegen Stuttgart am kommenden Spieltag wieder in einem regulär gewohnten Kosmos, Samstag 15:30 in Stuttgart. Ich glaube, da werden auch einiges an Fans dahin unterwegs sein, weil Stuttgart ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon. Spielerisch, Mascarell weiß ich nicht, ob der bis dahin wieder fit ist. Ich habe jetzt nicht so ganz mitgekriegt, wie schwer das ist. Wer auf jeden Fall fehlen wird, ist Kevin Prinz-Boateng, der seine 5. gelbe Karte eingesammelt hat. Und damit erstmal wahrscheinlich von der Bank aus zukicken kann. Was wäre so euer adäquater Ersatz für den Prinz? Ja, hoffentlich Mascarell. Fabian. Vielleicht wirklich. Wenn Mascarell wieder da wäre, dann wäre es ja ein relativ guter Ersatz. Ansonsten Fabian, hältst du dann nochmal ein bisschen was für die Offensive? Wäre auch eine gute Variante, ja. Ich habe nochmal nachgeguckt gehabt, Mascarell, das war ja wirklich nur ein Schlag auf den Spann und starke Schmerzen. Also das sollte, starke Schmerzen ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Also ja. Wie ist denn die Sache, mit Wolf? Wolf, er hat, glaube ich, auch nichts Schlimmeres davon getragen. Also hat zumindest nichts mitgekriegt bislang, nee. Das, glaube ich, nur in der Situation sah das blöde aus. Ja. Aber Wolf ist, glaube ich, einer der Kandidaten, der auf der letzten Felge vielleicht geht. So. Ja, also war jetzt auch so mein... Gacinovic mal kommt dafür. Dass Gacinovic reinkommt und ja, eventuell, dass er sogar... Ich bin gespannt, also ich hoffe, dass Mascarell wieder da ist. Ich würde an der Abwehr aber irgendwie nichts verändern wollen. Also die hat mir sehr gut gefallen. Abraham ist ja jetzt wieder im Spiel drin. Salcedo hat jetzt auch seine Pause vorher gehabt.
Follett wirkt jetzt nicht so, also der wirkt sehr, zumindest körperlich sehr stabil. Also das würde ich gar nicht ändern und ich würde auch Da Costa weiter nicht chancen. Ich finde, dass er es so gut gemacht hat, dass man sagen kann, okay, bleib drin, Digga. Und ja, da musste man, ja, eigentlich würde ich wirklich vielleicht Wolf und den Prinz durch Gacinovic und Mascarell und oder Fabian ersetzen und dann würde ich, ja, dann würde ich trotzdem nicht viel ändern, weil wir eigentlich davor eine Woche Pause hatten und jetzt wieder. Also es ist ja nicht so, dass man nicht einmal die Woche spielen sollen könnte. Also ich glaube, dass die Zeit der Rotation wird natürlich immer wieder kommen, aber ich glaube, die ist jetzt erstmal zumindest auf 2 Positionen beschränkt, nicht mehr auf 4 oder 5. Also ich finde, was schon gemacht werden sollte, dass die Eintracht zumindest auch nochmal, sag ich mal, Follett gut ins Gewissen redet, dass er mal aufhören soll, unnötige Wege zu gehen. Also ja. Follett ist teilweise schon umhergeirrt wie so ein Geisteskranker. Ja, das ist ein, also der hat dann kein absolut schlechtes Spiel gemacht. Der war von allen für mich so fast ein bisschen am fahrigsten, ist aber trotzdem dafür, dass, ich habe das heute irgendwie in einem Tweet gelesen, dafür, dass immer gesagt wird, dass die Innenverteidigung irgendwie so maximal mittelmäßig ist, läuft ganz gut. Das ist auch so, aber Follett muss trotzdem an sich arbeiten und die unsinnigen Laufwege einfach einstellen und dann wird es auch noch besser. Aber trotzdem, ich stimme euch dazu, ich denke, dass für Wolf mal die Zeit gekommen ist, mal ein Plätzchen auf der Bank sich mal zu suchen, um mal ein bisschen zu entspannen. Ich glaube, um dann gegen seinen Ex-Verein wieder komplett da zu sein. Ja, Grüße. Genau. Damit wir sagen können, ausgerechnet Wolf hat getroffen. 3-mal hintereinander. Ist aber vielleicht auch ein Gedankenspiel, weil ich hatte auch das Gefühl, Follett ist so ein bisschen, ja, der wirkt manchmal ein bisschen desorientiert. Aber weil das auch ein Gedankenspiel sein könnte, dass Mascarell eben für Hasebe reinkommt und Hasebe dadurch wieder auf seine libere Position rutscht und Follett rausfällt. Also, dass du hinten quasi Radetzky hast, dann hast du Abraham, Hasebe, Salcedo und quasi Mascarell auf dieser Sechserposition. Dann könnte man nämlich Fabian auch einbauen. Stimmt. Ganz ja, schlecht. Wäre auch mal. Weiß auch einer, dabei. Warum der nicht im Kader war? Nee. Weiß es, also, das hat keine Verletzungsgründe, okay. War nix für. Zumindest nichts bekannt. Ja. Ja, aber wie gesagt, also es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Der Dominik hier schreibt mir schon die ganze Zeit fleißig. Hat jetzt eben wieder gesagt, das wusste ich zwar auch, aber naja. Stuttgart ist halt die älteste Mannschaft der Liga, ja. Da müssen wir natürlich auch schon sehen, dass wir die läuferisch einigermaßen packen. Es wird, also für mich ist Stuttgart echt so eine extrem schwierige Kiste, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, die kommen langsam wieder so ein bisschen, die finden zurück in die Spur. Ich finde jetzt, Korkut ist jetzt kein Welttrainer, ja, aber die haben natürlich einen guten Transfer gemacht mit Gomez, der halt der ganzen Mannschaft doch wieder ein bisschen Sicherheit gibt, dann die entscheidenden Tore schießt. Und es wird echt ein richtig toughes Cookie. Da hat jetzt der Dominik auch gerade gemeint, und die müssen hier schon sehen, dass er echt über die Außen, dass die Eintracht über die Außen geht. Vielleicht wäre dann doch ein Wolf wieder der richtige Mann. Ich glaube, es ist, wäre er sogar. Die Frage ist, ob er halt überhaupt so weit gehen kann und das Spiel wieder, auch das Spiel wieder beschreiten kann. Ansonsten müssen wir uns halt auf jeden Fall auf Chandler auch wieder verlassen, der halt rennen muss, was das Zeug hält. Da kostet dann vielleicht auch. Also es wird ein laufintensives Spiel und er halt jetzt gemeint, Kübler hat jetzt gemeint hier, dass wir uns beim VfB halt Beck und Insua anschauen sollen. Die sind ein bisschen anfälliger, gerade auf den Außen. Da stimme ich ihm jetzt grundsätzlich zu, ohne dass ich jetzt Stuttgart jedes Spiel bislang gesehen habe. Aber wie gesagt, trotzdem müssen wir in der Defensive halt massiv aufpassen, dass wir Gomez nicht zu viel Raum lassen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja, das ist, ich fühle mich komisch, aber ich muss jetzt schon wieder was sagen, was darauf schließt, dass die Eintracht dort gewinnt. Weil ich finde, Gomez ist nicht so schwer zu verteidigen. Nö, weil die Eintracht spielt mit Manndeckung teilweise, was auch ein bisschen oldschool ist. Aber den kannst du aus dem Spiel nehmen. Weil der auch nicht der, ja, wie soll ich das nennen? Das ist für mich trotzdem nicht der, ja, der macht halt die Dinger, wenn er da steht. Den kannst du wahrscheinlich auch nicht 90 Minuten verteidigen, macht trotzdem ein Tor. Aber ich finde schon, dass du den aus dem Spiel nehmen kannst, dass er halt diese Bindung nicht hat. Und dann weiß ich nicht, ob die restliche Mannschaft, also ich finde die Stuttgarter Mannschaft meiner Meinung nach, die ist ziemlich schwach besetzt. Und genau diese Außenverteidiger hatte ich auch im Kopf. Wenn wir da mit Rebic und Gacinovic über die Außen kommen, also Rebic kann Andreas Beck, glaube ich, vor größere Probleme stellen, als ihm lieb ist. Weil der auch mit seiner Schnelligkeit und aber auch mit seiner Körperlichkeit echt unangenehm, einer der unangenehmsten Stürmer, glaube ich, gerade in der Bundesliga für Verteidiger ist.
weil er dich fünfmal nervt und du konzentrierst dich viermal. Aber beim fünften Mal fällt ein Tor, weil du einfach, weil er immer wieder es bei dir probiert und dich immer wieder probiert, grenzwertig anzugehen. Das könnte ich mir in Stuttgart sehr gut vorstellen. Und das Einzige, ja, was mich so ein bisschen skeptisch bleiben lässt, ob es klappt, ist A, das ist die Eintracht. Das wäre so typisch, wenn die Eintracht jetzt wieder Stuttgart verlieren würde, nachdem du so ein geiles Spiel in Leipzig hattest. Und B, ja, dass Korkut so ein bisschen diesen, ja, diesen Shitstorm, der ihm entgegengeschlagen, ein bisschen umgekehrt hat, im Sinne von, oh, guck mal hier, 7 Punkte hat er jetzt, glaube ich, geholt in 3 Spielen. Ja, und dann hat Stuttgart trotzdem noch auch ein Stadion, was ein Faktor werden kann. Also die sind, die haben trotzdem noch eine laute Fanszene, wo dann so ein Spiel, ja, die unterstützen ihre Mannschaft schon so, dass die nicht nach 15 Minuten schon aufgibt, sondern da wird die Spannung allein von den Rängen teilweise ein bisschen hochgehalten, aber wahrscheinlich auch nur bis du 1-0 führst. Also das wird ein, ja, ich will mich jetzt auch nicht zum dritten Mal hintereinander auf Standards verlassen, aber es wäre ganz cool, wenn wenn schon wieder ein Tor nach Standard. 0-1 Salcedo, 5. Minute, sowas. Oha. Okay, jetzt muss man natürlich ganz kurz, bevor wir zu den Tipps kommen, noch sagen, das Einzige, was mich so ein bisschen skeptisch bezüglich des Ergebnisses fürs nächste Spiel stimmt, ist dieses Ergebnis vom letzten Wochenende von Stuttgart. Ich glaube, sie hatten gegen Augsburg 1-0 gewonnen. Ja. Und wir hatten ja so in der Nachbetrachtung so ein bisschen auch gesagt, na, die Augsburger haben eigentlich genau, ja, so ein bisschen unsere Spieltaktik auch umgesetzt und hatten ja gegen uns dann wirklich entsprechend ein gutes Spiel. Also wir müssen einfach aufpassen, dass wir die richtigen Antworten zur richtigen Zeit haben, aber da mache ich mir bei Niko Kovac eigentlich keine Sorgen, dass er entsprechend dann auch ein bisschen diese Taktik und vielleicht auch aus dem Spiel vom letzten Wochenende da was lernen kann. Und wir entsprechend dann auch diese Schwachstellen, die anscheinend ja über die Außen ausgenutzt werden könnten, dann auch entsprechend ausnutzen können. Weil normalerweise, ich habe gedacht, Augsburg gewinnt das Spiel locker, habe ich mich doch auch etwas gewundert, dass das dann doch 1-0 ausging. Ich habe das Spiel nicht gesehen, deshalb kann ich jetzt nichts dazu sagen. Habt ihr noch so ein bisschen Zusammenfassung oder sowas von dem Spiel gesehen? Nee. Wie sieht's denn da aus? War das? Nee, bin auch nichts. Gar nicht okay. Ja, es war so ein typisches Gomez-Tor, will ich mal sagen. Das war gar nicht so schlecht gemacht. Okay. Und dann ist Augsburg nicht so viel eingefallen. Also die hatten dann einfach ein bisschen weniger Spielglück als gegen uns. Aber ja, es ist echt, ich glaube, das ist ein schwierigeres Spiel, als sich irgendwie die meisten vorstellen. Mhm. Aber das Problem bei der Sache, ich selbst mich hat es jetzt überzeugt, also die Eintracht ist auf jeden Fall nicht chancenlos. Ich sag's mal so, um das zusammenzufassen, ich glaube, Stuttgart hat mehr Angst vor uns, als wir vor denen haben müssen. Dann muss es sein. Würde ich sagen, gehen wir doch an der Stelle mal zum Tippen über. Der Herr Marvin steht hier wieder ganz oben in der Liste, deswegen darf er anfangen. Ach, puh, was habe ich denn in meinem letzten Spiel eigentlich gegen Red Bull gesagt? Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt gerade nicht vorbereitet bin. Also ich glaube, ich bleibe zu dritt 1-0 getippt. Ich glaube, ich bleibe bei einem widerlich fürchterlichen engen 1-0 für die Eintracht, ja. Ein 1-0 für die Eintracht. Mhm. Ist notiert. Herr Dennis? Es wird jetzt nur noch enge Drecksspiele geben, aber solange wir so führen. Ich glaube, wir gewinnen 2-1. Wir gewinnen 2-1. Basti, bleibst du bei dem 1-1, was du hier eingetragen hast? Ja, und ich betone, dass ich damit absolut leben könnte. Verspreche ich euch. Natürlich nicht, wenn es in der 90. Minute fällt, der Ausgleich. Ja, ich sag, das wird ein ganz lockeres 2-0 für die Eintracht, ohne Wenn und Aber. Und dann werden die Dinge echt serious hier, Leute. Ja. Sind sie das nicht schon? 42 Punkte wären das. Du gehst ins Heimspiel gegen Hannover mit 42 Punkten und gegen die hast du auch noch nicht verloren. Genau, und das Heimspiel gegen Hannover gewinnst du dann 4-0 mit 3 Toren von Wolf. Ja, und dann fahre ich dann nackt nach Dortmund und dann gewinnen wir da auch noch. Und so ist was es, machen wir denn dann? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Können wir nicht alle in eine WG ziehen, dass wir uns gegenseitig beruhigen? Bist du das Wahnsinns? Das halte ich doch gar nicht die ganze Zeit mit dir aus in der WG. Da wäre ich ja wahnsinnig, werde ich. Als ob wir uns beruhigen würden. Ich glaube, ich würde total durchdrehen. Wir müssten die ganze Zeit irgendwie Fußball spielen auf der Playstation oder so, damit wir uns dann dementsprechend so aufregen, dass wir danach relaxed sind. Das so. kann doch keiner mehr. Du bist ja die ganze Zeit am Zittern. Zusammenziehen, so machen wir es. Ja, siehst du. Der Marvin und der Dennis waren wenigstens positiv. Der René muss mich wieder angranteln. Dann ziehst du halt nicht hier mit ein, René. Wundert dich aber auch nicht, wenn wir Bilder von schönen Essen dann schickst. Vollkommen okay. Du gibst mir auch die Geschenke nicht, über die wir eingangs gesprochen haben. Du bist so selten hier in Frankfurt, da komme ich leider nicht dazu. Ja, das habe ich einen Grund. So, dann
Aktuelles hatten wir nur die Hörerfrage, von daher würde ich sagen, skippen wir den Punkt, weil wir sind ja sowieso schon fast hier 2 Stunden am Aufnehmen und kommen zu einer weiteren Lieblingskategorie, die auch heute wieder reichhaltig gefüllt ist. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Der Dummschwätzer der Woche, und da müssen wir jetzt erstmal auflösen, wer denn letzte Woche gewonnen hat. Und zwar ist das, jetzt ist die Sortierung hier falsch rum, was ist denn das? So kann ich nicht arbeiten. Eine kleine Sekunde, dieses Google macht komische Dinge. Genau, so, letzte Woche hatten wir auf der nominierten Liste einmal mich wegen, das war die Geschichte mit den Innenverteidigern, dann hatten wir den Herrn Salihamidžić wegen seiner komischen Spanien-Aussage, Jörg von Torra, Peter Hess von der FAZ und den Herrn Minzlaff. Und überragend mit fast 52% der Herr Minzlaff. Kann man mal machen. Das ist jetzt schon eine Woche her, bei ihm weiß ich ja nicht, für welche Aussage war das bei ihm nochmal? Er trifft ja fast täglich 3 Stück. Das war diese Aussage, dass es nicht sein kann, dass jemand mit viel Geld reinkommt und alles durcheinander bringt. Selbst für ihn ein Klassiker. Genau, selbst für ihn. Ich muss auch im Nachklapp noch zu dem Leipzig-Spiel, sorry, ich will hier nicht überziehen, aber ich finde es sehr schade, dass Rangnick sich noch nicht geäußert hat. Ja, das ist gut, gut oder schlecht, so kann er sich dann vielleicht für nächste Woche noch nominieren. Wir haben wieder einiges gerne gesehen, an Nominierten hier auf der Liste. Als erstes, das war schon eingereicht vor dem Leipzig-Spiel, eine Hörernominierung von Danny kam per Mail, glaube ich, genau. Wolfgang Holzhäuser, der die Fußballkultur nicht versteht und der Meinung ist, dass die Ultras ja nur kommen zu den großen Spielen ins Stadion, wenn es Flutlicht an ist, aber da lässt sich ja niemals einer von denen bei den kleinen Amateuren oder bei den Jugendmannschaften blicken. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber meine Wahrnehmung ist eine andere, wenn ich sehe, was Ultras und Fans zum Teil für die Vereine tun. Das ist nicht nur einfach ins Stadion gehen, wenn da das Flutlicht angeht, aber vielleicht habe ich da einen falschen Blick drauf. Gute alte U23, wenn man sich auch daran denkt, war auch immer gut was los. Also totaler Schwachsinn und ja, begründete Nominierung auf jeden Fall auch von meiner Seite aus. Genau, dann haben wir eine weitere Hörernominierung über Twitter von dem User @pepler951 und zwar Julia Nagelsmann, der sich so wunderbar darüber beschwert hat, dass das Schiedsrichtergespann ihn beleidigt hätte. Ich weiß nicht mehr genau, was die Aussage war, aber es war... Jetzt er wurde ja auch scheinbar wirklich beleidigt. Ja. Also ich weiß nicht genau der Wortlaut, aber die haben ihn quasi gefragt, ob er nicht ganz sauber ist. Man hat ihn gefragt, ob er einen Dachschaden hat, glaube ich. Ja. Und die Sache ist, das kann man als Beleidigung auffassen, bei Julian Nagelsmann ist es aber mittlerweile eine berechtigte Nachfrage. Weil er muss ja... ja. Hat sich ja Sorgen gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ja, Nagelsmann, geht's Ihnen gut nach den ganzen Aussagen? Was ist mit Ihnen? Nein, der muss... Ja, auch vorher dem Linienrichter, Schiedsrichterassistent, der sich dort schwer verletzt hat, ja, als er noch auf dem Boden lag, wie ich das mitgekriegt habe, angebrüllt haben, was er jetzt mit dem Freistoß sei. Ja. Also der Julian Nagelsmann, ich bin schon lange Fan von ihm. Habe jetzt auch letztens nachhinein mal nochmal so eine Doku gesehen, als er noch Jugendtrainer bei Hoffenheim war. Da gibt es eine sehr interessante Doku über 4 Talente, da taucht er auch immer wieder auf. Da zeigen sich schon die ersten Anzeichen, wo dass man hingehen könnte mit ihm geistig. Ja. Und ich finde, Nagelsmann ist ein Phänomen, weil er ist ziemlich hoch gehypt worden und hat dann gedacht, er schärft sein Profil mit kantigen Aussagen. Ja. Hat das aber echt so schlecht gemacht, dass selbst Befürworter von ihm nur noch denken, der ist vielleicht wirklich nicht ganz knusper. Zeigt er jetzt auch hier, finde ich, auch wenn er sich entschuldigt hat, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, aber das Gesamtpaket Nagelsmann könnte zumindest in der Bundesliga vielleicht nicht so hoch hinausschießen, aber zumindest bei uns in dieser Kategorie wird er vielleicht noch das ein oder andere Mal auftauchen. Ja. Grüße. Ich glaube, es bekommt schon deutliche Risse, ehrlich gesagt. Ja.
Ich fand auch die Ausführungen, ich glaube von Mara war das im Rasenfunk jetzt am vergangenen Wochenende auch zu dem Thema ganz gut. Also man merkt schon, der wird halt auch einfach extrem dünnhäutig aktuell. Also es wird von Spiel zu Spiel, was man so mitkriegt, auch schlimmer. Also da muss ja nur irgendwie der Grashalm schief stehen, da fängt er ja schon irgendwie an, da sich zu beschweren. Also es wird schon sehr merkwürdig in letzter Zeit. Glaub auch. Also der ist ja noch jung und der kann auch lernen, das soll man ihm gar nicht ab. Man darf nicht vergessen, das ist noch ein junger Kerl. Ich glaube aber, was ihm so ein bisschen fehlt, so ein kleiner Funken Demut auch für sein Alter. Zu sagen, okay, du bist so ein Highflyer, das ist wie so einer, das wirkt wie so ein junger Wall Street-Typ, der da hingeht und denkt, er könnte den Alten alles mal zeigen, was natürlich an gewissen Stellen auch sein kann. Aber dazu gehört auch eine gewisse Moderationsfähigkeit. Du kannst trotz, auch wenn du vielleicht selber denkst und weißt und vielleicht ist sogar auch so, dass du besser bist als die alten Recken, die du da jetzt verdrängen willst, das musst du trotzdem mit einer gewissen Geschicktheit machen und darfst nicht. Sonst kriegt er auch so dieses verrückte Professor immer wie Tuchel. Und dafür, Tuchel kann diesen Schaden, den er da vielleicht genommen hat in Dortmund, vielleicht noch ausgleichen, weil er in Dortmund gearbeitet hat und auch erfolgreich. Mhm. Nagelsmann kann das mit Sicherheit mit seinem Hoffenheim-Engagement nicht. Ja. Also ja. Der ist, glaube ich, schneller weg vom Feld, als er denken kann. Aber ich glaube, der ist noch jung genug. Der kann die Kurve locker noch kriegen, aber wenn das zu sehr in seiner Persönlichkeit steckt, wenn das wirklich so, ich sag's jetzt mal, wenn das wirklich so ein unsympathisches Arschloch ist, dann wird das nichts. Aber es ist auch nicht schlimm. Hat er gesagt, er fährt gerne Ski, wird er vielleicht dort glücklich. Grüße. Ja, also ich meine, klar, also es ist, du hast es eigentlich sehr, sehr gut beschrieben. Es geht ja im Endeffekt auch irgendwie um seine Karriere. Er hat den Turn nicht genommen, den er erwartet hatte wahrscheinlich. Also ich glaube, er wollte ja dann immer noch beim Hoffenheim bleiben. Mal schauen, ob er jetzt wirklich zur nächsten Saison bei den Bayern anheuert. Wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig. Wird's problematisch. Nach der Saison, glaube ich, wird das nichts mehr. Nee, und ich meine, der hat noch alle Möglichkeiten, Zeit zu sagen, Alter, was war ich da für ein Wichser oder so. Ist alles kein Problem, aber der muss irgendwie einen Partner haben, einen Lebenspartner, der ihm sagt, Alter, jetzt mach mal halblang, du bist der letzte Vollpfosten hier gerade. Ja, und red doch nicht so viel Scheißdreck, der mit Fußball nichts zu tun hat, wie Silvester und so ein Kram, wo er dann am Ende, war ja glaube ich auch schon nominiert, wo er sagt, Silvester ist ja so schrecklich, aber in einem halben Nebensatz, einem Nachsatz sagt, ja, er fährt kein Ski. Ja, Digga, also, ja, das ist, nein. Ja. Aber Basti, du hast es auch schon richtig vorhin gesagt gehabt und auch Marvin, im Endeffekt geht das ja in dieselbe Richtung. Das Problem bei ihm ist auch oft, dass er die Fehler nicht bei sich sucht, sondern immer sagt, ja, wir haben alles richtig gemacht, dann war wieder der Schiedsrichter, war wieder das Gras nicht richtig gemäht, dann war wieder das. Und du merkst ja, die letzten 10 Spiele oder was, da haben sie vielleicht 1-2 Mal gewonnen gehabt und der Rest war wirklich kacke. Also irgendwie muss er jetzt diese Hürde nehmen. Er muss auch mal bei sich selbst suchen, dass er scheiße, dass er schlecht aufgestellt hat oder dass einfach auch im Training vielleicht mal was schiefgelaufen ist. Denn der Negativtrend, der hier ist, man muss ja auch mal sich eingestehen können, dass es unter anderem auch am Trainer liegen kann, unglaublicherweise. Und das fehlt komplett. Und da glaube ich, solange das nicht stattfindet, wird auch hier sehr, und ihr habt es ja schon alle richtig gesagt, dieses Unsympathische liegt natürlich auch daran, dass er niemals sagt, ja gut, da haben wir mal ein schlechtes Spiel gehabt, das lag Dings. Sondern er ist immer sofort, wir haben alles richtig gemacht, die Taktik ging voll auf, haben halt trotzdem 3-0 verloren oder was. Also das passt halt einfach nicht zusammen. Der ist ja aber auch, glaube ich, wie du es gesagt hast, in seinen Rundumschlägen, wenn irgendwas passiert, ist er ja auch auf die eigenen Spieler losgegangen und da gab es ja auch schon erste missmutige Stimmung, glaube ich. Ja. Also es ist ja so, dass er gesagt hat, ey, es kann nicht sein, dass ihr so viel Geld verdient und so dumm seid, dass ihr 50.000 Mal die Ecken nicht verteidigt oder irgend sowas in der Art. Das kannst du auch nicht machen, auch nicht als 30-jähriger Trainer. Also da kannst du ja nicht. Also ich sage ja, so selbst wenn du es selber nicht fühlst, aber so ein bisschen Kopf nach unten, zieh dann Ding durch, so wie zum Beispiel der junge Trainer von Bremen das gerade macht, der übrigens auch jetzt so eine gute Phase hat. Aber den sehe ich jetzt nicht ständig mit irgendwelchen gewollt kecken Sprüchen. Nein, der hält einfach seinen Mund und macht das gut, was er dort macht. Ja, oder der Stuttgarter Trainer, der Schalke-Trainer, finde ich auch da wesentlich moderater, ja. Also das, also wie gesagt, es kommt drauf an, er hat noch alle Chancen, aber er muss jetzt langsam ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt ja auch nicht die Live-Coaches von Nagelsmann, dafür müsst ihr uns eigentlich schon mal bezahlen. Sollte mal besser auf uns hören. Ja, ja. Hallo? Aber dann, zu sehr sollte er auch nicht auf uns hören, sonst geht uns eine Nominierung des Weekly Nagelsmann hier verloren. Das kann ja auch keiner abholen. Aber es gibt leider noch genügend andere. Genau. Perfekte Überleitung, weil wir haben hier noch welche. Und zwar nächste Nominierung. Und damit biegen wir jetzt langsam auf das Montagsspielniveau wieder ein.
Und zwar eine Hörernominierung und eine Nominierung, also eine Hörernominierung von @hnt2k8 und eine Nominierung von mir, und zwar Marco Hagemann, der hatten wir ja vorhin schon, wie ich fand, so ein bisschen diese, ja, diese Fanproteste da so ein bisschen sehr hoch sterilisiert hat. Das hätte man an der Stelle nicht so sehr tun müssen, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Dann haben wir noch eine Hörernominierung ebenfalls von HNT2K8, und zwar Matthias Sammer, und den haben wir, glaube ich, auch noch von jeder Menge anderen bekommen. Ich habe es nur nicht nachtragen können, weil es so viele waren, der sich ja so wunderbar mit dieser Aussage hervorgetan hat, die Fans sollen sich nicht so wichtig nehmen, der Fußball war vor ihnen da. Was soll das heißen? Ja, das ich weiß gar nicht, das Ding ist, ich weiß auch, wann er es gesagt hat, ich habe mir das alles nochmal angeschaut, ja. Aber was soll das heißen? Was soll das heißen? Nee, dass man nicht in Anspruch, für sich in Anspruch nehmen soll, da jetzt irgendwie Entscheidungen zu treffen, weil das Konstrukt Fußball war vorher. Fußball ist doch kein Mensch. Also, ja, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und der Marvin steht vor mir in der Schlange, ich dränge mich vor und sage, der Marvin, ich war zuerst da. Wenn ich jetzt aber da stehe und da ist keiner, dann kann die Bäckerin dann nicht zu mir sagen, ja, die ist Bäckereihandwerk, das war zuerst da. Und dann gibst du trotzdem Brötchen. Ja, das ist halt, ewige Henne-Ei-Diskussion. Der Fußball. Nein, aber wer ist der Fußball? Was soll das heißen? Und ich glaube, einer hat es auch bei Twitter rausgegramt, dass er im Interview mit 1996, als er ermahnt, als es anfängt mit der Champions League und Dortmund, hat er 96, 97 waren ja auch dort in den Sphären, da hat er gesagt, man darf es nicht überdrehen, weil die erste Mark trägt immer noch der Fan ins Stadion. Also das passt nicht zusammen. Und ich fand die Aussage sehr, sehr merkwürdig, wie allgemein ich Sammer an dem Abend. Ja, es war so. Hat das Gefühl gehabt, er weiß nicht, was er sagen soll. Er hat sich wahrscheinlich vorbereitet, ja, darauf irgendwie so ein bisschen das zu skandalisieren, aber das konnte er dann auch nicht, aber er wollte dann aber auch DFL auch ein bisschen kritisieren. Er war, glaube ich, so ein bisschen, ja, eigentlich, ja, fast schon wieder sympathischerweise, war er sich ziemlich unsicher und hat dann probiert, bedeutungsschwangere Sätze zu sagen, die am Ende, ja, diese Sätze haben leider kein, die erwarten kein Kind. Also ich glaube, diese komplette Vorberichterstattung und das in der Halbzeitpause, es hätte diesem ganzen Thema gut getan, wenn sich die beiden einfach auf das Spielerische konzentriert hätten und versucht hätten, so alles, was da irgendwie rundrum ist, auszublenden. Aber diesen Versuch, irgendwelche bedeutungsschwangere Aussagen rund um diese Fanproteste und diese ganze Situation, das Montagsspiel zu bringen, hat dieser Berichterstattung nicht gut getan, fand ich. Ja, war auch ein bisschen. Du hast auch das Gefühl gehabt, Sammer hat die ganze Zeit gehadert, als selbst sie aufs Spielerische gekommen sind. Ja, du hast fast schon das Gefühl gehabt, dass er es gar nicht will, die Eintracht zu loben. Der hat dann immer probiert, irgendwelche Sachen zu finden und sagt, ja, oh, gut, ich muss schon zugeben. Ja, das fand ich jetzt, also zumindest in der Vorberichterstattung, ich weiß nicht, ob du die auch nochmal nachgeschaut hast, wo es so um die Vergleiche der beiden Mannschaften auf Basis der letzten Spiele ging, da war er schon sehr Feuer und Flamme für die Spielweise und da war er auch richtig in seinem Element, hast du gemerkt, aber dann ging es wieder so um dieses Jahr, jetzt gucken wir mal da draußen auf die Fans und da merktest du schon, da wusste er nicht so richtig, wie er mit da umgehen soll und ich fand, es wäre besser gewesen, man hätte versucht, das Thema da so ein bisschen rauszunehmen. Ja, das ist vielleicht, aber vielleicht muss man da auch ein bisschen Verständnis zeigen, weil das ja trotzdem der Arbeitgeber von denen ist, in dem Moment, der dafür verantwortlich ist oder der das zumindest ausstrahlt. Also ich glaube, da können wir gar nicht, ähnlich wie bei Sky, weil die das ja noch schlimmer machen, kannst du, ich glaube nicht, dass du von einem Eurosport-Angestellten an dem Abend erwarten kannst, dass er kritisiert, dass montags gespielt wird. Also ich glaube, da sollten wir auch einfach wir sollten einfach vielleicht auch nicht von jedem den Idealismus erwarten, den wir vielleicht auch selber gar nicht haben. Wenn ich da sitzen würde für Eurosport, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass wenn du in dieser Mikrokosmos, in dieser Blase bist, dass dir das passieren kann, dass du das vielleicht wirklich nicht verstehst. Und ich finde, Thema nicht verstehen, dass wir gleich noch zu einem kommen würden, der, glaube ich, überhaupt nichts mehr mitkriegt und da kann man das so ein bisschen besser ablesen, dass der es nicht verstanden hat. Aber ich glaube bei Sammer, ich glaube, wir können nicht erwarten, dass er sagt, hier, das ist alles Kacke mit Montag, während er für einen Sender gerade arbeitet, der das quasi überträgt. Also ist wahrscheinlich für die auch nicht einfach. Das vielleicht erklärt das auch sein Hadern.
Das kann durchaus sein. Basti, du darfst dich übrigens freuen. Gerade eben hast du dich beschwert, dass Rangnick noch nicht geliefert hat. Und just in dem Moment kriegen wir noch eine Nachnominierung. Ja. Er hat geliefert. Ja, ja, ja. Yeah. Breaking News. Sag's mir bitte, wo bin ich? Genau, und zwar gerade eben eingereicht über Slack von unserem Hörer Haze30. Rangnick, sollten sich solche oder ähnliche Vorkommnisse wie Montagabend irgendwann noch einmal wiederholen, werden wir unsererseits mit unserer Mannschaft den Platz erst wieder dann betreten, wenn zum Anpfiff der ersten oder zweiten Halbzeit der Innenraum bzw. das Spielfeld geräumt und somit ein normales Fußballspiel gewährleistet ist. Ich sag dazu nichts mehr. Ja. Ich sag dazu ganz ehrlich, ich würde den so gerne. Nein. Ich habe ja schon gewartet. Ich habe ja schon gewartet, dass er mit dem Handy wieder auf den Platz rennt. Hier, das war ein Elfmeter, das war ein Elfmeter. Haha, hier, das war ein Elfmeter. Ich hatte dich auf meiner App. Habe ich ihm schon. Man muss ja sagen, wenn du, dieses Statement ist ja schon nervig, aber für seine Verhältnisse geht's ja noch. Also es ist ja, da musst du ja aber mal hochrechnen, also was er gestern gesagt hätte. Also wahrscheinlich hat er das, was wir Nagelsmann geraten haben, gemacht. Und trotzdem kommt das jetzt noch mit dieser Wucht rüber. Nee, du kannst davon ausgehen, der wird da irgendein ganz fürchterliches Statement abgeliefert haben. Und das ist das, was die Presseabteilung von RB da jetzt draus gemacht hat und versucht hat, so alles irgendwie genau. Das Neutralste irgendwie runterzufahren. Genau, wie bei dem Playboy-Interview. Auf Seite genau. Steht. So, jemand, der sich definitiv auf Seite 1 geschoben hat, ist unser nächster Nominierter. Und zwar wurde er nominiert von @hnt2k8, dem User @79_th, @jheuke, @neuernick und @christoph2310. Und ich schätze mal, dass Basti ihn wahrscheinlich auch noch auf der Liste hat. Und zwar der Herr Ilsanker, der sich wunderbar kundgetan hat in dem Interview nach dem Spiel, dass er nicht verstehen kann, was denn diese Proteste sein soll, warum man irgendwie Geld für 8 Millionen Tennisbälle ist und eigentlich will man doch nur Fußball spielen. Ach, und wenn wir schon dabei sind, montags spielen will eigentlich keiner, aber so Premier League-Verhältnisse, das hätte man dann schon gern. Wo ich mir auch denke, hast du dir mal den Spielplan der Premier League angeguckt, wie oft die montags spielen und woher überhaupt der Begriff englische Woche kommt? Dem Ilsanker ist das doch alles scheißegal. Der Junge hat früher bei Mattersburg unter anderem mal gespielt. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass er irgendwie noch so Fankontakt hatte. Da weiß ich noch, der Dennis und ich waren ja auch mal da, als er gegen schon mit Red Bull Salzburg gegen Mattersburg gespielt hat. Also der hat auch, wie gesagt, mal für und mal dagegen gespielt. Und da hat er, glaube ich, das letzte Mal so ein bisschen Fankontakt gehabt, wo er auch so Anfeuerungsrufe und so weiter. Aber ich glaube, der Junge hat dann auch irgendwann sich komplett eigentlich diesem Konstrukt verschrieben. Dem ist das mittlerweile scheißegal. Ja, da geht er nur noch um die Kohle. Ich meine, wir sollten auch jetzt nicht so tun, als wäre das bei anderen Fußballern jetzt nicht so. Aber bei Ilsanker ist es halt einfach, der ist jetzt auch Fananstürme im fünfstelligen Bereich nicht so gewohnt. Der hat sonst immer bei Vereinen gespielt, wo alles überschaubar war. Ja, und dann ist er wahrscheinlich mit so einer Kulisse auch ein bisschen überfordert. Ja, und er ist vielleicht auch ein sehr einfaches Gemüt, glaube ich. Ich glaube, dem hat irgendjemand mal gesagt, hier, dass mit viele Leute wollen das wie in der Premier League. Und dann glaubt er das. Ihr wollt doch auch wie das mit der Premier League. Oder wegen so Stars und so. Dann müssen wir das auch machen. Also der wirkt ja arg dumm. Und ja, diese Aussage, ich fand die Aussage mit der Premier League noch schlimmer als das mit den Tennisbällen. Natürlich, vor allen Dingen in der Kombination, erst sagt er von wegen, keiner will irgendwie montags spielen, aber dann sagst du Premier League-Verhältnisse. Nee, es passt nicht zusammen. Nee, es ist vor allen Dingen, wer will denn, der hat es ja nicht verstanden, dass die Leute, die da protestieren, glaube ich, eher diese Premier League-Verhältnisse nicht wollen, weil dort eben die Fans, die jetzt bei uns protestiert haben, schon gar nicht mehr ins Stadion gehen. Also die englische Fankultur hat ja quasi schon aufgegeben, glaube ich. Und das ist ja genau das, was wir mit solchen Protesten eben nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass wir eine austauschbare Fanmasse haben, dass jedes Mal jemand anders bei uns im Stadion ist und mal ein bisschen klatschen und schauen, wenn es nicht läuft, ist auch egal. Das wollen wir eben nicht und das hat er überhaupt nicht verstanden. Und wenn er da ein bisschen rumfriert, meine Güte, also, naja. Nominierung auf jeden Fall. Das war mal ganz ehrlich, das ist so bescheuert. Wo er sich echt darüber beschwert, dass er mal ein bisschen frieren muss. Alter, du bekommst so viel Geld in den Arsch geschoben. Vor allen Dingen, dann lauf doch da. Du kannst doch, die haben doch Bälle, du lauf doch. Ach du Scheiße, Alter. Fünf Trainer. Was machen denn Spieler, die sich warm machen? Sagt der Spieler zum Trainer, hier, ich wollte mich gerade warm machen, aber es ist so kalt jetzt hier, die 10 Minuten gewesen. Jetzt kann ich nicht mehr rein.
Willst du mich verarschen? Als hätte er sich 5 Minuten warm halten können. Und als wäre es für ihn was anderes als für die Eintracht-Spieler gewesen. Alter, der kommt aus Österreich. Der ist kalte Temperaturen gewöhnt. Was ist denn los mit ihm? Und das Wort, was hat er gesagt? Volldeppen, Vollidioten oder irgendwas hat er gesagt. Das zeigt halt, dass er nichts verstanden hat. Aber wie der Marvin es gesagt hat, du lebst wahrscheinlich dann auch in so einer merkwürdigen, sektenartigen Blase. Ja. Soll er dahin zurück? Ich werde nicht großartig mehr mich mit ihm beschäftigen wollen. Anders als mit dem, der hoffentlich jetzt noch kommt. Das ist der, den du, glaube ich, noch reingeschrieben hast. Und den hätte ich ansonsten auch noch eingetragen. Möchtest mein Liebling. Du? Ja. Der Orti. Ja, servus Orti. Vor Orti vor Ort. Letzte Larry. Ich weiß ja überhaupt gar nicht, wie der dort überhaupt gelandet ist. Also warum bezahlt ihn jemand? Nein. Also das wirkte ja bei Sport1 wirkte das ja eher so wie so ein Goodwill. Da hast du das Gefühl, wahrscheinlich sitzt sein Onkel in irgendeinem führenden Posten und der an der Grenze zur Beeinträchtigung lebende Sohn kann sich hier noch seinen Lebensunterhalt verdienen. Wie so ein Waterboy. So. Und wirst auch nicht zu den wichtigen Sachen geschickt. Hey, du kommst jetzt in die Bayern, dann machst du mal ein Interview und kniest vom Uli Hoeneß. Wie der bei Eurosport landen konnte, ist mir ein Rätsel. Vielleicht ist der Onkel auch gewechselt und arbeitet jetzt für Eurosport. Hat er mitgenommen. Und hat gesagt, irgendwelche Geheimnisse. Oder Sport 1 hat gesagt, Gott sei Dank ist der Onkel endlich hier weg und jetzt müssen wir den Ort in den Armee gehen, nimm den mit. Vielleicht gehört das dazu, keine Ahnung. Aber wie der dort gestanden hat und gefragt hat, ja, warum machen die das? Ich verstehe das gar nicht. Und der Helmer, das Geilste war einfach das Interview nach dem Spiel. Helmer hat auch vor dem gestanden, wie so als müsste er das einem Zweijährigen erklären und immer wieder mit Geduld. Helmer war sehr geduldig. Er hat gesagt, so, ich wiederhole es nochmal, das und das und das. Und aber warum? Und als das Interview vorbei war, gab es nur 2 Sekunden, die waren so geil. Als Orti dachte, das gibt's ja oft, Orti hat gedacht, die Kamera ist aus und die geben sich ja die Hand dann. Und dann siehst du die ja noch so halb weglaufen, die Kamera war noch drauf. Dieser Blick, ich hätte ein Foto gerne gemacht, der saß da, als hätte er irgendwie zum ersten Mal irgendwas von einem Dreisatz gehört oder so. Und hat dann, okay, der hat jetzt gesagt, es war berechtigt. Und er hat dann die Augen mehrfach auf und zu gemacht und hat irgendwie gar nicht verstanden, was der Hellmann gerade zu ihm gesagt hat. Und da habe ich mir gedacht, der sollte lieber wieder Interviews beim FC Bayern führen, da ist die Welt für ihn, glaube ich, noch ein bisschen einfacher. Also da gibt es, glaube ich, klarere Regeln, die für ihn einfach zu greifen sind, weil die sehr simpel sind. Ja, der Uli, du sag, was das stimmt. Und hier. Gehst du nicht, es stimmt. Genau. Der liebe Gott hat es gesagt, der Franz Josef Strauß auch. Gell, es stimmt alles. Und der Franz, den Soul. Der Franz hat nicht nur den Reiter gehabt, der Damen den Soul angehabt. Ja, gut, sondern nicht nur. Er hat auch den Christian Ortleb einen Job verschafft. Nein. Und dann kommt er zu Eurosport und muss sich plötzlich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Dann steht er da, als hätte der wirklich gerade so, boah, krass. Was meint der? Wirkt so, als wenn er immer noch da sitzt. Boah, was sagt der? Was hat er gesagt nochmal? Welchen Wort hat denn der benutzt? So. Und das alleine, das hat mich sehr fasziniert. Ich habe leider auch so, ich habe so oft nachgeschaut. Vielleicht kann das ein Hörer, wenn er das jetzt hört, wenn er das noch findet, das Interview mit Ortleb und Hellmann, weil bei mir im Eurosport-Player kackt das alles ab. Wenn er das findet, ich würde es gerne, weil ich würde diesen Moment gerne fotografisch festhalten und in mein Twitter-Profil anheften. Grüße. Orti. Und Orti, was ich auch sagen muss, womit er sich für die Nominierung auch noch verdient hat, ich habe mir wieder mal einen Scherz erlaubt und habe um meinen Hass rauszulassen, meinen Red Bull Leipzig-Account RonRBL44 aktiviert. Hab was getwittert und hab geschrieben, dass ich das nicht verstehen kann. Also selber Tenor, so völlig weltfremd getwittert. Und was passiert? Orti liked es auch noch. Ja, das schicke ich dir gleich mal das Bild. Hast du gemenschen, oder was? Was? Ja. Und er hatte quasi die Aussage, ich schick's euch mal in den Chat. Geil. Hat die Aussage tatsächlich, hat er sein Herz gegeben und habe ich mir auch gut. I rest my case da. Im Chat kommt gerade eben noch die Frage an dich, Basti, ob du den Tweet von Orti gesehen hast, wo er die beiden Tennisbälle und das Mikro in so sehr komischer Pose arrangiert. Ja, aber das kann ich doch gleich in den Hebel live in der Sendung, das mache ich doch gerne. Guck dir das Orti? Mal an. Orti vor Orti. So ist er denn, Kali. Und dabei auch von einem Sportbild. Ah. Zweifel Boris Becker gesichert vom Eintracht mit Love. Oh, das ist natürlich. Ja.
Genau. Jetzt guckt ihr nochmal das Abbild des Mikros und die Tennisbälle an. Ich sehe das hier. Bei ihm weiß man aber nicht, ob er überhaupt weiß. Das jetzt. Nee, ich weiß gar nicht, ob er das, was wir denken. Ich glaub, nein. Nicht mal diese Intention, und das heißt schon was, traue ich ihm zu. Also so ein Fünftklässler-Scheiß traue ich ihm leider nicht zu. Ja. Okay, das haben wir die Frage auch beantwortet. Er ist Producer Sports Strategy bei Eurosport. Das ist schon krass, ne? Also es gibt manchmal echt Wahnsinn. Leute, von denen du nicht weißt, wie sie auf so eine Position. Ja, also Ortler bist ja mittlerweile dadurch irgendwie auch schon teilweise wieder sympathisch, lustig, merkwürdig, ja. Also ich finde ihn ja schon sehr, sehr schlimm, aber. Das ist eine Kultfigur. Ja, also das Ding ist bei ihm. Anders als bei anderen Dummschwätzern, Rangnick oder so, dem unterstelle ich auch keine Bösartigkeit. Also der ist nicht böse. Der glaubt halt das, was der Uli gesagt hat. Ja. Also das ist so ein bisschen, das ist sehr, sehr strange auch. Naja, gut. Ich muss jetzt auch aufpassen. Mir fallen sonst zu blöde Vergleiche ein, genau. Haben wir noch weitere nominierten Dummschwätzer? Das sind die wir jetzt erstmal hier notiert haben. Marvin, Dennis, habt ihr noch etwas, was ihr ergänzen wollt? Ich denke, das sind jetzt schon einige. Also die hebe ich mir. Ich habe noch einen, aber den hebe ich mir dann für nächste Woche auf. Gut, wenn der nicht anfängt zu riechen, dann ist alles richtig. Gut. Nee, ist alles gut. Alles gut. Marvin, hast du noch was? Marvin ist, glaube ich, hat uns schon wieder verlassen. Bin wieder da. Marvin ist wieder da. Die Frage war gerade eben, ob du noch einen nominieren möchtest. Nee, will keinen mehr nominieren. Ich denke, wir haben eine gute Auswahl. Wir haben eine gewisse Ansammlung, genau. Es gibt dann wieder eine Abstimmung in den Shownotes zur aktuellen Folge und dann bin ich mal gespannt, wer da bis zur nächsten Woche hier die Runde aufmacht. Haben wir denn noch Empfehlungen, die Herren? Ja, ich finde den ESPN-Artikel vom Herrn Oersfeld ganz gut. Den werde ich euch gleich schicken. Der war auch zu den Protestaktionen am Montag. Genau, und der ist halt auch für ein Publikum geschrieben, ja, also das ist für ein Publikum geschrieben, was jetzt nicht Bundesliga nah ist, sondern das ist so ein bisschen dieser Draufblick, und das finde ich eigentlich für mich selber auch immer ganz gut, so ein bisschen die Blase verlassen, gucken, wie andere es wahrnehmen. Ja, ja. Okay, ja. Wie das im Ausland ankommt, vielleicht bei englischen Fußballfans, und das fasst das ja ein bisschen nüchtern halt zusammen. Also da wird weder was verherrlicht noch was beschönigt, also es ist einfach ja, so wie es halt ankommen sollte. Und der Tenor ist aber auch, dass es ein gutes Zeichen ist, dass Protest möglich ist auf diese Weise, weil Protest muss, wenn er gewaltfrei ist, immer möglich sein. Genau, der wird gut zusammengefasst. Mhm. Okay. Packen wir ebenfalls mit in die Shownotes. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Habe ich noch was? Was war noch? Ich glaube, das habe ich aber schon empfohlen, deswegen kann ich es jetzt hier nicht mehr machen. Ich heb mir meine auch für nächste Woche auf. Die Gefahr hin, dass wir sonst zu wenig Redematerial hätten. Was, nächste Woche? Ja. Nächste Woche ist meine Stimme vielleicht weg. Ja. Nein. Gut, dann würde ich sagen, haben wir in dieser heutigen, doch sehr umfangreichen Sendung erschöpfend alle Themen rund um Montagsspiele, Protestaktionen, kommende Spiele, Dummschwätzer und natürlich, wo Eintracht-Fans die Eintracht verfolgen und den Podcast hören, allumfassend behandelt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal, Basti hat es vorhin erwähnt, 8 Jahre gibt es uns schon, nochmal Danke sagen an alle die uns in diesen 8 Jahren hier immer wieder zuhören, Feedback geben, Kommentare einreichen. Da sind, glaube ich, auch eine ganze Reihe Menschen dabei, die sehr früh schon eingestiegen sind und uns schon verdammt lange hören und das immer noch ohne irgendwelche größeren geistigen Schäden, würde ich jetzt mal behaupten, immer noch tun. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, ich sage ja auch, ich glaube. Also es ist ja extra versucht. Ja, René, auch von meiner Seite, ich glaube, ich spreche für alle von uns, Glückwunsch auf an dich. Auf jeden Fall. Wenn man überlegt, danke. danke sehr heißt das. Ja, genau. Und danke auch, dass ihr mich geisteskrank in eure Runde aufgenommen habt. Aber René, man muss ja auch mal sagen, das Medium-Podcast hat man ja das Gefühl, das ist jetzt erst so ein bisschen auf der Schwelle zum Durchbruch. Und wenn man überlegt, dass du das schon seit 8 Jahren machst, bist du ja quasi so ein kleiner Pionier.
Und das kann man dir gar nicht hoch genug anrechnen, weil Podcast Evangelist. gleich mein Twitter-Profil hier updaten. Genau. Ja. Chief Producer Podcast Evangelist. Chief Prayer, du bist quasi der Christian Ortleb der Podcast-Szene. Glaub, das war die letzte Folge von Bastard. Pardon. Du hast doch damit angefangen, Chief Producer. Ja, wir kommunizieren ab sofort nur noch über Troll-Twitter-Accounts oder über den Anwalt, je nachdem, was zuerst kommt. Alles klar, lieber René. Ich würde sagen, Anwalt, hallo. Anrufe von dubiosen Clowns. Kannst du Mara mal anrufen, die wird sich wahrscheinlich freuen. Orti vor Ort und der Clown. Ey. Oh Gott, oh Gott. Das ist mir Marvin, du hast gerade wirklich, dann kann ich mit Fußball schon aufhören. Wenn irgendwann Mainz Montag spielt und das ist geil, das Ding ist, es kann passieren, Eurosport, Aufruf, ich werde es dir nochmal twittern. Orti vor Ort interviewt Johannes den Clown. Ich glaube, dann haben wir alles gesehen. Nein, Basti, ich habe eine viel, Hallo! Ich, Hallo, Basti, ich habe eine viel bessere Idee. Ich bin dafür, dass wir alle gemeinsam eine Petition verfassen, dass der Autor von Hattrick, Elfmeter für die Liebe, einen Krimi über Orti und Johannes den Clown schreibt. Das Ding ist, den Autor, den erreichst du nicht so schnell. Ich habe ja mehrfach probiert, ihn per E-Mail zu kontaktieren. Ja, hast du denn aber auch die geheimen Worte wie Affekt und unwillkürlich in der E-Mail verwendet? Natürlich. Ja. Grüße. Genau. Kleiner Cliffhanger, morgen Abend gibt es ein neues Kapitel und vielleicht ist Peter König jetzt endlich in großer Gefahr. Genau, also das dürft ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen morgen 93, Livestream haben sie, glaube ich, nicht, die Kollegen, aber dann die Konserve auf jeden Fall runterladen und anhören. Es ist extrem spannend, wie es mit Hattrick Elfmeter für die Liebe weitergeht. Das dürft ihr einfach nicht verpassen und ansonsten könnt ihr die Kommentare oder die Bewertungen zu diesem Buch auf Amazon lesen und damit solltet ihr genug Material haben bis zur nächsten Woche, wenn wir in gewohnter Art und Weise wieder über die Eintracht und Fußball und Dummschwätzer reden. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Macht's gut. Hey! 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 Hey!